Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Talk im Turm. Wieder aus dem Domhotel in Berlin-Mitte. Neben mir sitzt ein Mensch, von dem manche glauben, den gibt's gar nicht. Andere halten ihn für den Staatsfeind Nummer 1. Andere sagen wieder, der hat nur seine Pflicht getan. Auf jeden Fall, es gibt in letzter Zeit keine Zeitungsschlagzeile mehr ohne Herrn Schalk Golodkowski. Sie wollten mal Bäcker werden, dann sind Sie Feinmechaniker geworden, dann haben Sie Jura und Wirtschaftswissenschaften studiert und dann wird es etwas verschwommen. Wie würden Sie sich denn einsortieren? Was sind Sie? Ein ordentlicher Staatssekretär, ein Devisenhändler, ein Waffenschieber, ein Mann des Stasi? Wie würden Sie sich ein? Na, ich möchte mich noch mal als ein ordentlicher Staatssekretär außer Dienst, der 25 Jahre bemüht war, seinen Staat, die DDR, anständig und korrekt zu vertreten, gewesen bin. Und wie erklären Sie, dass die vielen Leute, die Ihnen heute nicht wohlwollen, Ihnen die vielen Etiketten anbappen? Ist da was dran? Wie können Sie sich's erklären? Also mit den vielen Leuten bin ich sehr vorsichtig. Die Leute, die aufgrund ihrer Stellung und Funktion im Staat und in den Parteien sicherlich in der Lage wären, das sachkundig und korrekt darzustellen, halten sich sehr zurück und überlassen das Feld der Presse, vor allen Dingen ganz bestimmter Presseorgane. Ich will mich dazu nicht weiter äußern. Aber ich gehe mit der festen inneren Überzeugung auch in diese Diskussion, dass ich weiß, was ich gemacht habe und auch weiß, was ich nicht gemacht habe. Aber zu denken müsste es Ihnen doch geben, dass Ihnen zu, beinahe hätte ich gesagt, zu Ehren, dass nach Ihnen eigens ein Ausschuss benannt wird, dass ein Untersuchungsausschuss sitzen wird, ein Jahr, zwei Jahre, um zu untersuchen, was hat der Schalk Golodkowski gar nicht gemacht. Liegt das für Sie auch so im Dunkeln? Muss das aufgeklärt werden? Haben Sie selber ein Bedürfnis, sich zu offenbaren? Ja, jetzt habe ich ein sehr großes Bedürfnis, mich zu offenbaren. Das war auch mein Wunsch und der Wunsch meines Anwaltes, dass wir in den Ausschuss hineingehen, um diese Möglichkeit, die geboten wird, zu nutzen, um das zu berichten, was war und was nicht war. Ich also können wir ja im Vorfeld auch schon ein bisschen darüber reden, nicht wahr? Herr von Bülow, Sie werden den Herrn Schalk in diesem Ausschuss, dem Sie angehören, für die SPD sehen am 25. September, glaube ich, zum ersten Mal. Und Sie haben aber schon viele Berichte gesehen, nicht weil Sie in dem Ausschuss sind, sondern weil Sie die von einer Zeitung zugesteckt bekommen haben. Nach dem, was Sie wissen, ist denn der Herr Schalk ein korrekter Staatssekretär oder ist da mehr dahinter? Ich glaube, dass mehr dahinter ist. Herr Schalk Golodkowski hatte zwei Hüte. Der eine war der Staatssekretär, durch dessen Hände und durch dessen Kopf ein Großteil der Entwicklung ging, wie es in den letzten 10 oder 15 Jahren gelaufen ist. Alles, was mit Geld zu tun hatte, mit Häftlingsfreikauf, mit Autobahntransitgebühren, mit Freistellung von Visagebühren und so weiter und so fort, ging durch seine Hände. Er hatte das Monopol über die Devisenbewirtschaftung der DDR. Und jetzt kommt die zweite Seite. Er hat ein Imperium aufgebaut, was gezielt, ich möchte vorausschicken, dass das, was ich jetzt sage, nicht mein endgültiges Urteil sein muss. Wir sitzen im Ausschuss und wir hören ja noch alle Beteiligten an. Ich sage jetzt nur, was ich mir eindrängt aufgrund dessen, was ich bisher gelesen habe. Herr Schalk hat ein ganzes Imperium geleitet, die DDR-Wirtschaft in ihren Außenhandelsbeziehungen. Er hat in diesen Außenhandelsbeziehungen mit Firmen gearbeitet, die mit nahezu kriminellen und mitkriminellen Methoden gearbeitet haben. Er hat den Plan für diese Entwicklung, mit diesen Firmen zu arbeiten, mit gedeckten Firmen, mit schnell auflösbaren Firmen, mit Strohmännern, hat er organisiert nach dem Muster von Briefkastenfirmen. Können Sie denn da was Kriminelles dabei entdecken? Ja, überall dort, wo die Bundesrepublik oder die EG aufgrund ihrer rechtlichen Bestimmungen bestimmte Begrenzungen hatte der wirtschaftlichen Tätigkeit und damit zum Beispiel andere Preise hatte
zum Beispiel im Bereich Sektsteuer, im Bereich Handel mit abgelaufener Butter, Handel im Bereich des Schnapsmonopols. Überall, wo sie solche Bedingungen hatten, wo nicht ganz freier Handel durchgeführt wurde, hat die DDR ganz systematisch unter der Führung von Schalko Ludkowski angesetzt, um herauszufinden, wie kann ich in dieser unter Ausnutzung dieses Systems West zu Geld kommen. Wo ordnen Sie ihn denn dann ein, wenn er ein Krimineller ist? Weil er wird ja sehr aufgebauscht im Moment. Es wird ihm sehr viel Bedeutung beigemessen. Hat er das verdient? Ja, ich weiß nicht, wenn ich Staatsanwalt wäre, würde ich persönlich, weil ich große Probleme habe mit der Verfolgung wegen Geheimdiensttätigkeit, würde ich, wenn überhaupt, in der Wirtschaftskriminalität suchen. Man nennt das doch bei den Juristen den Schweinehund-Paragrafen, nicht? Wenn man jemanden nicht nachweisen kann, dass er einen anderen umgebracht hat, dann kommt man mit der weggelaufenen Butter und der Sektsteuer. Dann ist ja die Frage, wenn Sie zum Beispiel 1977 folgende einer dieser Coco-Firmen abgelaufene Butter im Westen aufkaufen, in diesem Falle zum Beispiel in Belgien, transportieren das unter dem Hinweis, das geht nach Rumänien in die DDR, packen es dort um und transportieren es unter dem innerdeutschen Handel wieder in den innerdeutschen Markt zurück, dann begehen sie normalerweise Betrug. Mhm. Und das ist kein Lumpenparagraf oder sonst irgendwas. Ja, das ist sehr interessant. Ja, so geht das. Die wissen mehr als ich, das ist wirklich wahr. Ja, das kann ja gut sein, wissen Sie, das ist natürlich, Sie können die verschiedenen Firmen durchgehen, die verschiedenen Aktivitäten. Der westdeutsche Zoll hat unendliche Akten darauf ausgearbeitet, hat sie punktuell dabei, nicht Sie, sondern die von Ihnen geleiteten Firmen erwischt. Und man kann daraus sehen, dass es ein systematisches Gebilde ist. Und wenn man Ihre Doktorarbeit liest, die Sie 1970 geschrieben haben, Sie genau das beschrieben. Erinnern Sie sich noch dran? An die Doktorarbeit? Sie und von Bülow sind jetzt die Einzigen, die diese Doktorarbeit hier in diesem Raum kennen. Gauck hält sie unter Verwahrung. Sie halten sie unter Verwahrung. Was steht da drin? Steht da was Verbrecherisches drin? Was hilft uns? Das ist Herr Bülow, ich habe eine große Bitte. Dass Sie Ihre Meinung sagen, das finde ich ja respektabel, aber ich möchte mir noch mal verbitten, die Unterstellung und die Vorverurteilung, die Sie hier auch heute wieder vornehmen, wenn Sie nicht in der Lage sind, konkret zu sagen, wann, wo, wer betrügerische Handlung vorgenommen hat, erscheint mir das als eine üble Verleumdung, die mich ja schon eine ganze Weile begleitet. Und immer wenn die Leute was Konkretes sagen sollen, haben sie nichts zu bieten. Wenn Sie mir unterstellen, ich habe den Außenhandel geleitet, wissen Sie ganz genau, dass das eine Lüge ist. Das habe ich nicht gesagt. Die westlichen Devisen, der Leiter des Außenhandels war der Minister für Außenwirtschaft und nicht Schalk. Ja. Und der hieß Beil und nicht Schalk. Und ich war nicht der Devisenbeschaffer der DDR. Es gab mindestens, also wenn man überhaupt schon sich anmaßt, ja, alle anderen, die für den Export der DDR gewirkt haben, auszuklammern, da gab es mindestens 4 Devisenbeschaffer. Und ich möchte mir mal die Mühe machen, der Reihe nach vorzutragen, schon vom Volumen, den Minister für Außenwirtschaft der DDR. Richtig, ja. Nicht? Das ist doch unbestritten. Nur Sie haben unter Coco, können Sie genau sehen, Hauptabteilung 1, Hauptabteilung 2, Hauptabteilung 3 mit entsprechenden Firmen, Untergliederung, alles Ihnen unterstellt, in dem ganzen Stasi-Netz organisiert. Ihnen stand zur Verfügung sozusagen die gesamte Fälscherwerkstatt der DDR. Die Firma Intrag hat all diese Informationen, die man über den Stasi-Markt bekommen hat, systematisch ausgenutzt. Sie hat damit versucht, Geschäfte zu machen. Und dies ist alles nachweisbar, ist in den Akten jetzt schon nachsehbar. Natürlich muss da jeder dazu gehört werden, aber es ist insgesamt ein systematischer, mafiaartiger Angriff auf den Ordre Public der Bundesrepublik Deutschland gewesen. Und das haben Sie genau in Ihrer Doktorarbeit so beschrieben, mit diesen Briefkastenfirmen, mit gedeckten Leuten. Sie haben gesagt, 10 Leute im Ausland brauche ich, um diese gedeckten Firmen zu organisieren. Die haben Sie auch alle gehabt, ich kann Ihnen die Namen nennen. Und das war alles unter Ihrer Leitung und Ihre Stränge gingen über Mittag zu Honecker und auf der anderen Seite zu Mielke. Das war das ganze Geflecht, aus der Sie gearbeitet haben. Und die Doktorarbeit beschreibt im Übrigen auch den Kredit, über den wir vielleicht heute noch sprechen werden, der mich im Grunde genommen aber am wenigsten aufregt. So, vielleicht können wir uns auf eines einigen. Unterschreiben Sie das mit und Sie auch. Sie haben der maroden Wirtschaft der DDR Devisen beschafft. Das ist aus dem Augenwinkel der DDR offensichtlich kein Krimen.
Möglicherweise sind dabei Gesetze in der alten Bundesrepublik Deutschland verletzt worden. Das haben Sie möglicherweise billigend in Kauf genommen. Und dafür sind Sie jetzt dran. Ist es das? Wissen Sie, Herr Böhme, es gab so ein Geflecht von staatlichen Kontrollorganen in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, aber bei euch nicht, auch. Ne? Ich rede doch mal jetzt von dem, als ob es sich so anhört. Ja. In der Bundesrepublik saßen lauter Bekloppte und die haben sich von Schalk alle über das Ohr hauen lassen. Also wenn das so wäre, dann müsste man ja nachträglich noch ein paar beglückwünschen dafür, wenn die das in Anführungsstrichen zugelassen haben. Also wenn das so wäre, ja, wie das Herr von Bühle hier vorführt, dann muss ich nachträglich sagen, ja, die Vaterland kann es ruhig sein. Ja, also Sie das halten ja sich gar, für gar nicht so gerissen, wie der Bühle also ich meine, ich bin wirklich beeindruckt, jetzt schon fast 2 Jahre, welchen Stellenwert man mir zubilligt. Ich meine, dass ich fleißig gearbeitet habe und dass ich 3000 Mitarbeiter hatte in verschiedenen Firmen, möchte ich ja gerne zugeben. Und dass ich stolz darauf bin, Mitarbeiter zu haben, die fleißig und klug waren. Also gehabt zu haben. Ja, ich habe es ja nicht mehr. Nicht, ja. Aber ich würde manchen von Ihnen wieder gerne nehmen, weil das ja nicht Menschen zweiter Klasse waren, sondern Menschen erster Klasse, die ein hohes Wissen hatten und in der Lage waren, auf dem kapitalistischen Markt für die DDR, ich muss das immer wieder sagen, denn ich habe ja in der DDR gelebt und habe auch für die DDR gewirkt und gekämpft und werde meine Vergangenheit nicht verleugnen. Wie heißt der Satz zu Ende? Die in der Lage waren, auf dem kapitalistischen Markt erfolgreich zu arbeiten. Wir hatten doch Menschen, die befähigt waren, die Möglichkeiten der Marktwirtschaft auszunutzen. Was heute massenhaft in der DDR passiert, ist völlig normal und was wir gemacht haben, ist ein Verbrechen. Das ist ja ein bisschen grob, nicht? Günter Gauss, Sie waren der erste ständige Vertreter der Bundesrepublik in der damaligen DDR. Sie haben oft mit Schalk Golodkowski verhandelt. Hat er Sie über den Tisch gezogen? Nein. Ich habe Schalk... Könnte ja sein. Naja, ich habe 17 Verträge mit der DDR abgeschlossen. Davon sind sicherlich 13 oder 14 zwischen Schalk und mir ausgehandelt worden. Nicht einer dieser Verträge ist notleidend geworden. Das heißt, ich muss ausdrücklich sagen, Schalk hat sich mir gegenüber, beginnend im Jahr 1975, dann besonders intensiv 1978, bei der Gelegenheit sage ich auch, wenn West-Berlin in der Lüneburger Heide gelegen hätte und nicht da, wo es liegt, hätten wir die meisten Verträge mit der DDR gar nicht abgeschlossen. Das heißt, wir haben es nicht einmal zuallererst für die Landsleute in der damaligen DDR getan, obwohl wir es auch für die tun hätten sollen und getan haben, sondern wir haben es vor allem für die Verbindung West-Berlins zur Bundesrepublik getan. Nicht einer dieser Verträge ist notleidend geworden. Schalk war ein angenehmer Gesprächspartner und Verhandlungspartner deswegen, weil er gut unterrichtet war über die Materie, über die man zu sprechen hatte, korrekt war in dem, was er bei einem bestimmten Verhandlungsstand akzeptierte, dass wir abhaken konnten oder sagte, darüber muss er weiter sprechen. Und besonders angenehm für jemanden, der so viele Verhandlungen mit einem so schwierigen Partner wie der DDR geführt hat, besonders angenehm war, und das war in der Tat das, wo ich dann dachte, das ist ein interessanter Mann. Sein Strang zur Entscheidungsebene war erkennbar kürzer als meiner. Ich musste in der Tat erst mit dem Flugzeug von Tegel nach Bonn und musste dann mich langsam als beamteter Staatssekretär bis, wenn es ernst wurde, zum Bundeskanzler raufarbeiten. Schalk ging gelegentlich, wo wir verhandelten. Ja. Der ging gelegentlich, sagte er, kann er mal telefonieren? Und dann ging er ins Nebenzimmer und wenn er wiederkam, sagte er ja oder nein. Und dann habe ich gedacht, also du hast es in mancher Hinsicht leichter. Das ist aber mehr anekdotisch. Geben Sie uns noch eine Anekdote. Ihr erstes Treffen mit Schalk, ja, ich glaube, das war... Können Sie das mal erklären, unter welchen Umständen erzählen. Das war? Das kann ich gerne erzählen. Ich erzähle es nur, wenn ich zu dem, was hier grundsätzlich aufgeworfen worden ist, hinterher noch 2 Sätze sagen kann. Okay, also erzählen mit. Denn die Anekdote ist einfach hübsch und die kostet Zeit. Bitte. Also 1975 hatten sich Verhandlungen zwischen den beiden deutschen Staaten festgefahren. Ist nicht mehr wichtig und ich weiß es auch nicht mehr warum. In der Regel fuhr es sich immer fest, weil wir von der DDR eine bestimmte Anerkennung unserer Rechtsposition in Berlin fragen oder so etwas wollten. Und weil die DDR, muss ich nun auch mal sagen, wie jeder Verhandlungspartner auf der Welt, möglichst viel Kasse machen wollte.
Das ist das Natürlichste der Welt. Bei dem Suchen nach Kompromissen waren wir festgefahren und die DDR sagte mir, ich hätte einen neuen Verhandlungspartner. Man gab mir eine Telefonnummer, Sie werden sich daran erinnern, Herr Schalk. Ich erinnere mich sehr genau, an einem Sonntagabend aus meiner Ostberliner Residenz, wie die Amtswohnung eines Missionschefs heißt, und das war ich ja damals, habe ich Herrn Schalk angerufen und habe gesagt, ich soll Sie anrufen, Sie sind mein neuer Gesprächspartner. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, also wir treffen uns morgen. Jetzt drücken Sie. Ich habe es ja schon geschrieben, ist ja gar kein Geheimnis. Wenn man meine Bücher aufmerksam liest, kennt es jeder. Ich erzähle es ja nun auch gerade, aber lasst es mich doch hübsch erzählen. Also, Schalk schlug vor, und zwar einfach wegen der Vertraulichkeit an der beiden Seiten, wie es oft in zwischenstaatlichen Verhandlungen der Fall ist, gelegen war. Dieses war nun noch nicht dieses glosende Licht des Geheimdienstlichen, das wir nie erreicht haben in unseren Gesprächen, sondern... Sie nicht. Das wir nie erreicht haben in unseren Gesprächen, und darauf komme ich nachher. Also, es sollte nicht bekannt werden, sondern es sollte eine Zeit gefunden werden, wo man in Ruhe verhandeln konnte. Und er schlug vor, wir sollten uns treffen auf einem Parkplatz in der Nähe der ständigen Vertretung. Inzwischen ist der Parkplatz bebaut worden an der Ecke Invalidenstraße, Chausseestraße. Wie muss man sich das vorstellen? Sie sind mit hochgestellten Kragen ins Auto gegangen? Nein, ich sag's Ihnen. Ich habe dann, weil ich so einer bin, habe ich den Schalk gefragt, hören Sie mal, ist mir in Ordnung? Er sagte, wissen Sie, das ist ja in der Nähe Ihrer Botschaft. Das sagt er natürlich, weil er Botschaft sagen wollte. Wir sagten ständige Vertretung. Er sagte, muss ich mit dem falschen Bart kommen oder geht's so? Hat ein bisschen gequält gelacht. Und am nächsten Nachmittag, am Montagnachmittag, um kurz vor drei habe ich mein Diplomatenköfferchen genommen und habe meinem Büro gesagt, also ich gehe jetzt meinen neuen Gesprächspartner treffen hier am Dorotheenstädtischen Friedhof entlang auf dem Parkplatz. Und wenn ich bis 18 Uhr mich nicht gemeldet habe, dann unterrichtet die Bundesregierung, dass der ständige Vertreter entführt worden ist. Und dann stand auf dem Parkplatz, stand, und das war ein Auto. Nein, die Tarnung war doch viel besser. Es gab zu der Zeit wahrscheinlich 5 Volvos. Es gab noch nicht viel Volvos in der DDR. Und Schalk stand dort selbst am Steuer sitzen mit einem weißen Volvo. Und damit ich den Volvo unter all den Ladas und Trabis nicht verkenne, als ich den Parkplatz betrat, hat er die Lichthupe betätigt. Da konnte ich leider nicht mehr bis zum Auto gehen. So musste ich lachen. Das fand ich komisch. Also war dieses geheime Treffen denn eine Marotte von ihm oder war das der zweite Hut, von dem Herr von Bülow spricht? Das weiß ich nicht. Ich will sagen, damals war er stellvertretender Außenhandelsminister, das heißt Hauptabteilungsleiter, das heißt noch weniger als Staatssekretär. Der Titel täuscht. Ich wusste... Wir bei uns in der Vertretung hatten gehört, also alle Intershop-Läden sind in seiner Hand. Das war alles, was wir wussten. Falls unser Dienst, ich halte nicht viel von Diensten, falls unser Dienst mehr wusste über Coco, hat das jedenfalls der Standing-Vertretung nicht mitgeteilt. Wie gesagt, bei uns, meine Mitarbeiter und ich sagten, also Intershops, das ist Schalk. Mehr wusste ich nicht, mir war völlig klar, er wollte nicht, dass in seinem Büro verhandelt wird. Er wollte nicht zu mir ins Büro kommen, also haben wir es dann bei mir zu Hause gemacht. Präzise, korrekte Verhandlungen. Der Punkt, auf den ich noch kommen durfte, wie Sie mir gesagt haben, ist, ich glaube, man muss wirklich sehr genau unterscheiden zwischen dem, was er als Unterhändler für seine Sache und seine Seite getan hat, mit dafür beauftragten staatlichen Vertretern des anderen deutschen Staates, nämlich unseres, der Bundesrepublik, und dem, was es im Laufe der Zeit wiederum aus unterschiedlichen Interessen Schalks und seiner anderen Gesprächspartner auf anderer politischer Ebene zwischen den Staaten gegeben hat. Das sind, glaube ich, zwei Paar verschiedene Schuhe. Und dieses muss man sauber voneinander getrennt halten. Und wenn ich, letzter Satz, wenn ich höre, wenn es denn hier zur Sache kommen soll, dass von Sektsteuer die Rede ist, dann ist das jedenfalls weit von dem entfernt, was die öffentliche Meinung bei uns, die mir in diesem Falle nicht sympathisch ist, weil sie für mich stark mit einem oft gefährlich gesunden Volksempfinden zu tun hat, dann ist dieses jedenfalls weit davon entfernt, was die öffentliche Meinung an dunkel schimmernden Verdächtigungen erhebt. Es kann sein, dass ich morgen überrascht werde durch irgendetwas, was er gemacht hat, mit wem auch immer zusammen,
Und das wird dann eine Überraschung für mich sein. Nur was bisher rausgekommen ist, ist dann am Ende die Sektsteuer und EG-Betrug. Und das muss ich sagen, dafür braucht man nicht die DDR, das schaffen wir auch alleine. Herr von Bülow, vielleicht sind Sie pflichtig, Ihre Anschuldigung etwas mehr zu untermauern. Ich bin auch auf die Sektsteuer vorhin und die weggelaufene Butter gekommen. Was macht aus, dass Schalk Golodkowski jetzt so im Scheinwerferlicht der öffentlichen Kritik und Anschuldigung steht? Das liegt natürlich auch daran, dass die DDR-Bürger, die jahrelang die Lebensgestaltungsmöglichkeiten massiv eingeengt worden sind, jetzt einen Mann sehen, von dem sie glauben, dass er ihnen ihres Reichtums beraubt hat oder Teile ihrer Wohlstandsmöglichkeiten genommen hat und jetzt im Westen sitzt in einer Villa am Tegernsee. Darüber muss man ja noch mal gesondert reden, ob das, was er eigentlich gewollt hat, überhaupt geglückt ist. Denn im Grunde genommen ist der wirtschaftliche Absturz der DDR in enormer Geschwindigkeit passiert, gerade in den Jahren, wo er Devisen beschaffen sollte und sie natürlich dann wiederum der Planwirtschaft entsprechend zur Verfügung gestellt hat. Bevor die Wessis das alles abtun, soll man mal jemanden fragen, von dem Sie reden, einen ehemaligen DDR-Bürger, Herr Gauck. Ist das so? Ist der Herr Schalk für Ihre Landsleute der Buhmann, der Mann, auf den man jetzt einprügeln will? Zurzeit ist das so und das ist richtig oder falsch? Politisch unklug. Es ist menschlich verständlich und politisch unklug. Menschlich verständlich ist es, weil Schalk vorher extrem begünstigt war und viele der Menschen, die gehofft haben, dass mit der Veränderung der Verhältnisse für sie auch ein Stadium der Begünstigung eintritt, jetzt alles andere als begünstigt sind. Also ein Stadium der Normalität, wollen wir das so ja, sagen? Sie sind, die normalen Bürger haben das Stadium einer für sie erhofften Normalität, die mit Verbesserung in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht verbunden war. Politisch haben sie die Normalität der Verbesserung erreicht, aber wirtschaftlich viel oftmals nicht. Und sie erleben jetzt, dass ein ehemals Hochbegünstigter in einer für sie nicht begründbaren Weise weiterhin begünstigt bleibt. Am Tegernsee wohnt, und all Geld dies, bekommt, ja. Und versorgt wird. Da sie nun nicht der allgemeinen, sie teilen alle miteinander ein wirres Suchen danach, wann endlich das beginnt, dass die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden. Ist er denn einer von den Verantwortlichen? Ich komme dazu. Und sie schauen umher und erleben, dass alle möglichen Leute bei der Verfolgung dieser Strolche, die unser Land ruiniert haben, auf ein bisschen Korruption kommen. Und dann geht man Stasi-Boss wie in Schwerin für 1,5 Jahre hinter Gitter oder kriegt Bewährung. Oder wir können über den Mielke oder über diesen Tisch, ja, da können wir darüber nachdenken, ob er vielleicht 100.000 Mark aus Versehen in die falsche Tasche gesteckt hat. Und ein politischer Kopf wie der Bundestagsabgeordnete von Bülow muss sich hier über Sektsteuer und Butter verbreiten. Und ein Honecker sitzt irgendwo. Und wenn er hierher kommt, dann was wird dann sein? Also was ist der Rechtsstaat sein? Steht hilflos davor, dass die Revolution es nicht geschafft hat abzurechnen. Und es ist ein Bedarf da in der Bevölkerung. Ist denn Schalk Golodkowski für Sie einer dieser Strolche? Wollen wir das mal festhalten? Ach, Schalk ist in diesem Horizont ist er eher uninteressant. Das kommt in der zweiten Linie. Gefällt Ihnen gar nicht, oder? Ach, das ist ja hoch. Wir kommen ja noch dazu, wie effizient er war und wie man ihn gebrauchen kann. Da kommen wir noch zu. Aber warum reden wir über ihn? Wie geht es Herrn Beil eigentlich? Und warum sitzt er nicht hier? Warum sprechen wir nie über das Politbüro, hingegen über alle möglichen Spitzel? Und dann ist es natürlich klar, dass einer, von dem das Volk annähernd meint, dass man ihm was vorrechnen kann, weil er natürlich bei seiner extremen Begünstigung natürlich jede Menge Busenfreunde hatte in diesen oberen Kreisen und da unterstellt man einfach, dass er an deren Schweinereien beteiligt war. Und er sitzt nun da, ihm geht es besser als Honecker, er sieht auch ganz prachtvoll aus und darauf konzentriert sich natürlich die Wut des Volkes, das kann ich verstehen und politisch ist es dürftig. Was ist das, ein Stellvertreterkrieg? Weil man die richtigen Lumpen nicht kriegt? Der eine sitzt jetzt im Kaukasus. Ich weiß noch nicht, wie er ist. Also, das ist doch so, da wollen wir doch mal ganz. Herr Böhm, wir wollen doch mal ganz nüchtern sein. Also, ein Lump, ja, wissen Sie, also
es gibt manchen, der mit Orden umherläuft und mit dicken Limousinen und in wunderbaren Zuständen lebt. Im Wohlstand lebt er sich bekanntlich angenehm. Niemand hält ihn für einen Lumpen, weil er wahnsinnig effizient ist. Und wenn Sie Ihre und oder unsere politischen oder moralischen Maßstäbe anlegen würden, dann könnten Sie einige Vertreter dieses effizienten Wirtschaftswunderlandes natürlich auch Naja, Effizienz ist doch nicht der einzige Maßstab, Herr Pfarrer, nicht? Der Titel steht mir nicht zu im Moment. Ich könnte das mal wieder werden, jetzt bin ich nicht. Nicht effizient kann er ja gewesen sein in der Beschaffung von Devisen. Effizient ist womöglich auch einer, der eine Bank beraubt, wenn er genug, schnell genug durch die Stahltür kommt. Es gibt eine gewisse Art von Geschäftemacherei, die in der öffentlichen Debatte zum Beispiel, ich geh mal ein bisschen weg hiervon. Wann hat man angefangen, den Imhausen-Chef wirklich ernsthaft anzugucken? Als es nicht mehr anders ging, als andere uns mit der Nase draufgestoßen haben. Das war kein Thema, solange es halbwegs unbekannt war. Plötzlich merkt man, da gibt es Leute, mit denen wir jahrelang zusammengearbeitet haben. Es gibt parlamentarische Unterstützung für bestimmte dubiose Transaktionen, wo sich wirtschaftliche Effizienz und eine gewisse politische Schlitzohrigkeit verbündet haben. Da passt der gut rein. Und es ist zu fragen, ob die Demokraten jeder Art Couleur den Schneid haben, dieser Art Effizienz die politische Dominanz abzukaufen. Das ist eine Frage. Ob man ihn deshalb gleich zu einem politischen Haupttäter machen soll. Also ich würde hier lieber mit anderen Leuten sitzen Herr als mit Bülow ihm. Von Bülow will das nicht anerkennen. Der räuspert sich. Nein, ich finde, wenn man da... Sie kommen gleich dran. Ich habe mit der Sektsteuer angefangen, mit der Butter fortgefahren. Man könnte dann die Antiquitäten nehmen, wo Leuten mit Steuerbescheid des Staates die Antiquitäten weggenommen worden sind. Hat er alles nicht selber organisiert, aber seine Firma, die da drunter gewesen Firma, ist... Nicht meine Firma, auch nicht Schalk. War Ihr Finanzamt unter... ist da nicht Schalk. Wenn bei Ihnen der Gerichtsvollzieher was beschlagnahmt Moment. Und dann versteigert wird, ist da die Schuld der, aus der Versteiger, sondern der Gerichtsvollzieher. Moment, Herr Schalk, jetzt hören Sie mal zu. Ganz systematisch ist, um an Antiquitäten von DDR-Bürgern ranzukommen, Steuerbescheid ins Haus gestellt worden. Über so große Höhen, dass die Leute das aus ihrem Einkommen nicht bezahlen konnten. Dann wurde die sofortige Vollstreckbarkeit in vielen, vielen Fällen nachweisbar von vielen Bürgern inzwischen eingereicht, auch beim Ausschuss, angeordnet. Das Zeug wurde weggenommen und es wurde verkauft. Das war ein weiterer Weg, um der Wiesen ranzukommen. Es tut mir leid, dass das alles klein ist, aber es ist systematisch gemacht. Und von daher, in Schalks Doktorarbeit, ich komme nochmal zurück, ist ein wunderbares Anhängsel eines Zeitungsausschnittes, wo berichtet wird über die Schieberei mit Benzin, dann mit Mineral, mit Heizöl zum Zwecke von Dieselverwendung, über Briefkastenfirmen und so weiter und so fort. Das ist als Musterbeispiel dieser Doktorarbeitsanlage 10 angehängt und genau so wollte man diese Koko organisieren und hat sie auch organisiert. Dazu sagen, für die Doktorarbeit nicht gelesen haben, die ging um das Thema, wie kriegen wir in dem Staat die Wiesen? Wie kriegen wir von der Bundesrepublik Geld? Wie bekämpfen wir diese feindliche Wirtschaftsordnung uns gegenüber? Es wird dauernd vom Feind und vom Krieg zwischen der Bundesregierung, zwischen der Bundesrepublik und der DDR gesprochen. Wie können wir den Schuldforderungen aufstellen, zum Beispiel, die müssen uns die Mauer bezahlen, die müssen uns das ganze Grenzregime bezahlen. Hat er das geschrieben? Ja, so steht das da drin. Und dann kommt er zum Schluss, und wie kann man jetzt mit kapitalistischen Tricks und Ausnutzung, auch wenn man die Moral mal hintanstellt, wie kommt man an Geld? Und das steht sehr detailliert drin, und genau so hat er es gemacht, und zwar hundertprozentig. Und das ist der Meisterplan. Sie können, ich habe jetzt inzwischen 20 Zollakten von Zolldirektionen durchgelesen, was alles vorgekommen. Die Leute sitzen wegen diesen Zoll, auf westlicher Seite sitzen die noch in Gefängnissen. Wenn Sie das alles durchlesen, sagen Sie, mein Gott, das muss ja ein systematischer Ansatz gewesen sein. Und er war es, und der Beweis dafür liegt in seiner Doktorarbeit, die geheim ist, bei Herrn Mielke abgeliefert worden ist als Doktorarbeit. Also systematischer Ansatz, Expropriierung, Devisenbeschaffung, Bekämpfung der BRD. Herr Böhmer, ich möchte nun Herrn von Bülow hier Nachhilfe unterrichten, Geschichte erteilen. Das steht mir nicht zu, das wäre auch unverschämt. Ich möchte hier sachlich bleiben. Aber wenn wir schon mal Ausflüge machen in die Geschichte, dann wollen wir mal überlegen, was schrieb denn die Regierungserklärung von Willy Brandt am 28. Oktober 1990. Nein, reden wir doch jetzt über Ihre Doktorarbeit. Nee, die ist ja dort geschrieben worden in dieser Zeit. Wir reden ja über eine ganz konkrete Zeit. Wir reden über das Jahr 1970. Richtig. Und wir reden über den Aufbruch, wo Willy Brandt
die heiß umstrittenste Problematik der neuen Ostpolitik in dieser Regierungserklärung begründet. Das war die Aufbruchzeit, die außerordentlich unterschiedlich aufgefasst wurde und also auch zu den spektakulärsten politischen Entscheidungen der damaligen Regierung Brandt zählte. In dieser Zeit des Kalten Krieges, und ich muss immer wieder mir die Mühe machen, weil das hier wirklich einige völlig vergessen, wenn Gorbatschow und Jelzin den Kommunismus über Nacht abmelden, dann ist das eine Siegesfeier und alle sind froh und feiern die Leute, was das für Große sind. Und dass die DDR vorher zu diesem Imperium gehört hat und überhaupt nicht entscheiden konnte in Grundfragen ohne die Sowjetunion, dass selbst Bundeskanzler Schmidt in seiner Vorbereitung... Alles unbestritten. Alles unbestritten. Da muss man doch mal bitte auch die Größe haben, Herr von Bülow. Ich meine, ich lerne Sie das erste Mal kennen. Ich habe vor jedem Menschen Respekt, auch wenn er eine andere Auffassung hat. Aber ich bitte darum, dass man sich die Mühe macht, auch für die Öffentlichkeit, dass man doch mal bestimmte Situationen in historische Zusammenhänge und Zeiten einordnet. Aber und nicht so tut, als ob das losgelöst stattgefunden hat, weil irgendjemand dort eine Idee hatte. Sondern es war eine Lage, wo es zwischen den beiden deutschen Staaten nicht mal einen Grundlagenvertrag gab. Also die verdammte Doktorarbeit. Ja, die ist doch völlig uninteressant. Sind Sie nun der Meinung, Sie haben sich geirrt? Und wann haben Sie die Kehrtwendung vollzogen, wenn Sie sich geirrt haben? Die Kehrtwendung habe ich vollzogen, ja, als ich in die Bundesrepublik Deutschland kam. Ich dachte schon vorher, Sie hätten vorher zu erkennen gegeben, dass Sie anderer Meinung sind. Ich wollte ja nicht als Hochverräter in Ihrem Putsch beteiligt sein, weil es ja nicht möglich war. Ich habe wegen meiner Ideale, da muss ich mal hier sagen, bis 10 nach 12 gewartet. Ich war kein Held und alle anderen, ich habe nämlich keine Helden kennengelernt. Jedenfalls in Ihren Kreisen verkehrten die. Ja, bitteschön. Herr Gauck, Sie waren sehr sachlich und ich finde diese Art der Diskussion auch sehr angenehm. In meinen Kreisen habe ich keine Helden gefunden, im Gegenteil. Aber das ist ja nicht Gegenstand der heutigen Debatte. Da gab es Leute, die heute so tun, als ob sie große Helden waren und dann noch ganz andere Positionen kurz davor vertreten haben. Aber das ist ja nicht das Thema. Das Thema wir uns auch für spätere Zeiten. Herr Strauß, Sie haben Herrn Schalk sehr geholfen, als er herüberkam. Warum? Welche Dankbarkeiten spielten da eine Rolle? Sie haben ihm geholfen, zum BND zu kommen. Sie haben ihm geholfen, Wasserbeschaffung Wasser. Sozusagen. Ach, Sie haben ihm geholfen, zum Haus zu kommen. Sie haben ihm geholfen, zu einem Kredit einer Firma zu kommen, mit dem Ihre Familie sehr verbunden ist. Frage, warum dies alles? Dankbarkeit für die angenehme Zusammenarbeit mit dem Vater oder was spielt da für eine, was war das? Ja, also der Larry Eagleberg hat beim Spiegel, von dem Sie ja auch kommen, lieber Erich Böhme, mal ganz gesagt, ich freue mich immer, wenn Sie zuerst einen Kommentar in der Frage sozusagen, in die Frage den Kommentar zuerst mal hineinpacken. Also sachlich war es, dass ich verantwortlich bin für den Kontakt zum BND. Das war auch damals mein Ziel und mein Wille in dieser heißen Phase der deutschen Wiedervereinigung, wo mir bekannt war, dass Alexander Schalk-Golodkowski einer der hohen Geheimnisträger des alten Regimes in der DDR war, dass das die Bonner zur Kenntnis haben. Dann hatte ich zwei Wege. Der eine wäre derjenige gewesen, irgendetwas selbst anzufangen und da irgendwelche Memoranden oder sowas Ähnliches zu verschicken. Den habe ich ganz bewusst nicht begangen, sondern habe den BND gebeten, dies zu übernehmen, weil dies wesentlich professioneller konnte und mit wesentlich genauerem Hintergrund. Wieso hat er sich denn an Sie gewandt? Mit der Herr Schalk. Jetzt kommt gleich noch drauf, mit der Beschaffung von Krediten, Häusern oder sonst was auch immer, habe ich nichts zu tun gehabt. Also wieso hat er sich an Sie gewendet? Das ist ganz einfach. Mein Berliner Kollege Dankert, sein Strafverteidiger, hat sich damals an unsere Kanzlei, den kannten wir ja vorher auch schon, gewandt mit der Bitte, Herr Schalk käme jetzt nach München und sich zunächst einmal um ihn zu kümmern. Wir haben uns um ihn nie als Anwälte bemüht, das hat immer der Kollege Dankert gemacht. Und ich hatte eigentlich nur den Haupteffekt sozusagen, das für unseren Staat zu sichern, was er weiß. Und ich persönlich habe ihn nie so verkrampft gesehen, wie ihn heute andere sehen. Oder ich habe ihn in seinen Beschränkungen gesehen, ich habe ihn als Diener. Was sind seine Beschränkungen? Er war Rad und nicht Rädchen dieses Systems. Das muss man, das, das,
das haben wir nie wegdiskutiert und das, da kann man überhaupt gar nicht, darüber kann man nicht diskutieren. Ich habe ihn auch, er war Bestandteil, integraler Bestandteil eines Unrechtssystems. Das sagen Sie so leicht, als ob das dann, das ist nicht so leicht. Nein, so leicht ist das nicht. Aber sagen wir mal so, ich kann mich Günter Gauss in dem anschließen, was ich über ihn persönlich. Das ist jetzt sehr einfach. Sehen Sie mal, Ihr Vater war ja nicht gerade ein Kommunistenfreund. Ihr Vater hat sehr oft, vergessen, oder wie oft weiß ich nicht, vielleicht wissen Sie es, Herrn Schalk getroffen. Sie waren oft dabei. Nein, ich habe nur die Umgebung gemerkt. Bei irgendwelchen Gesprächen meines Vaters mit politischem Inhalt war ich nie dabei. Und mit privaten Inhalt, die soll es ja auch gegeben haben. Waren Sie da denn dabei? Sagen wir mal so, es gab rundherum Gelegenheiten, also Mittagessen oder Abendessen, solche Dinge. Aber bei irgendwelchen Dingen. Ich habe schon bei Herrn Gauss, wunderbar, Frühstück. Wie oft waren denn diese Mittagessen? Na schön, aber das wird doch nicht eure Hauptzeit in Anspruch genommen haben, zum Mittag zu essen und zu Frühstück. Nein, ich war dabei, wenn anlässlich von Treffen mit Herrn Schalk, die mein Vater durchgeführt, wo zuerst die politischen Besprechungen waren und anschließend eben sich noch ein privater Teil anschließend, meistens dergestalt, dass irgendwelche Essen eingenommen wurden. Und wie war deswegen denn jetzt kannte ich sozusagen die Umgebung dabei. Wie war denn diese berühmte Männerfreundschaft jetzt beschaffen, über die so viel spekuliert? Sie sind ja dann daneben gesessen, waren das Männerfreunde, dann wird gesagt, es war ein Vater-Sohn-Verhältnis. Mein Vater, dieses erfundene Wort Männerfreundschaft, wird sofort an der Bundeskanzler immer hereingeholt. Gibt so lustig ja mehr Männer ist die ganze noch? Angelegenheit nicht. Beide waren sich völlig bewusst, dass sie für zwei sehr gegensätzliche, konträre Systeme gearbeitet haben und dass eben nur in engen Bereichen Zusammenarbeit möglich war. Das war keine Zusammenarbeit möglich, wie zum Beispiel mit Frankreich oder mit Belgien. Wenn sie sich ganz konkret ging es immer um die, was ich mich so aus den Gesprächen mit meinem Vater erinnere, ich bin ja auch nur Zeuge vom Hörensagen, das ist ja mein Problem, dass, was ich mich aus den Gesprächen mit meinem Vater erinnere, hatte er Ähnliches gesagt wie der Herr Gauss über die Verlässlichkeit von Alexander Schalk-Golodkowski und seinen persönlichen Stil. Wie kommt es zustande, dass Herr Schalk in seinen Berichten an Mielke sehr detailliert über Gespräche Ihres Vaters mit ihm berichtet, in dem Dinge zur Rede kommen, die man einem Feind des Systems eigentlich nicht mitteilt? Also mal, wie viele Raketen auf der einen Seite stehen, wie viele Raketen auf der anderen Seite stehen? Also mal zunächst einmal, diese Dinge sind doch bei uns alle nicht geheim. Mal ganz nüchtern zu sagen, Sie kriegen das die diversen offiziellen Berichten, Sie haben die Anzahl der Nike-Raketen, ist runter bekannt bis zum SPD-Ortsverein Puchheim, der auch ein eigenes Abrüstungskonzept beschließt, aufgrund dieser Zahl. Ja. Wir sollen doch mal nicht hier rumtun, das werden doch in allen seriösen Zeitungen Zahlen genannt. Und aber genau es gibt zum Beispiel Geschichte, die neue Rakete von MBB. MBB hat sicherlich ein Interesse gehabt, diese Entwicklung nicht so in die Öffentlichkeit zu tragen. Also solche Sachen kann man nicht lesen in der Zeitung. Es gab schon ein paar Dinge. Mal, also wenn Sie die wehrtechnischen Fachblätter, die sicherlich auch der Stasi abonniert hatte, durchgelesen haben, da haben Sie präziseste Informationen. Also hätten sich die Herren gar nicht zu unterhalten brauchen. Nein, es ging auch um andere Themen. Es ging auch um andere Themen, ganz nüchtern gesagt. Das war in irgendeiner Form Beiwerk und wer jetzt derzeit Zeitung gelesen hat, der hat in etwa denselben Informationsstand. Der Verrückte war doch nur dasjenige an dem System in der DDR, dass die offensichtlich eher irgendwelchen Berichten geglaubt haben, den sie normalen westlichen Meinungsaus der normalen Debatten in den Parlamenten geglaubt haben. Und das hat der Herr Bülow in einer völlig unverantwortlichen Weise hysterisch aufgenommen und hat gleich gesagt, aha, jetzt muss ich als den Oberantikommunisten gleich zum Stasi-Spion machen. Herr Bülow, wie kleinkariert. Herr Bülow, wie kleinkariert. Herr von Bülow, wenn mein Vater heute noch leben würde, lägen Sie wahrscheinlich, sagen wir mal so politisch gesehen, in der Ecke wie nach einem 10-Runden-Kampf mit einem Schwergewichtsboxer. Aber das meinen Sie jetzt nur politisch gesehen? Ja. Nein, nicht nur politisch meinen gesehen. Sie nur politisch, Ihnen persönlich wünsche ich ein langes Leben, alles Gute und ständig gesundheitliche Unversehrtheit. Das ist nicht die richtige Frage. Bevor wir in die zweite Runde, der Gongschlag zur zweiten Runde ertönt, wollen wir Werbung machen. Und danach, wenn wir uns von diesen Schlägen etwas erholt haben, wollen wir noch mal etwas genauer dahinter gucken. Ja, ja. Was ist der Herr Schalk für ein Mann? Was ist das für ein Typ? Und warum müssen wir uns alle über ihn so aufregen? Wie der Zufall so spielt. Kennen Sie das Papier? Ach.
ist Ihre Doktorarbeit. Ich habe das nicht eingeplant gehabt, dieses, freundlicherweise hat mir das jemand mir. Gegeben. Das geben Sie mir gleich mal mit. Das kriegen, wie kommt das in unsere Hände? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Ja, das, werden, gehört das, werden wir das nehme ich sagen. Das werden wir Ihnen nicht sagen. Warum finde ich, dass immer nur meine Akten hier erscheinen? Irgendwie die ist ja klar, wir wollen doch über Sie reden. Es besonders interessierte Menschen geben, die ja. nicht zum Buhmann der DDR machen, das sind nämlich die ehemaligen Kampfgefährten, nehme ich an. Wieso ja. mögen Sie die denn? Erlauben Sie denn, dass ich zwei Sätze zitiere? Wer sowas darf? Macht, da gibt es einen Staatsanwalt, der mich ermittelt. Ist denn so schlimm, wenn wir Ihre Doktorarbeit in der Hand haben? Ich für Sie doch nicht. Für ihn ja, weil das sein Akten offenbar ist. So unverschämt. Ja, für mich ist das jedenfalls auch ein Beispiel, dass die Demokratie, die wir hier erleben wollen, und auch nicht funktioniert. Das ist ja noch die funktioniert doch. Die Demokratie funktioniert doch. Nicht. Die Demokratie ja, funktioniert. Also, ein Punkt. Punkt. Die geklaute Papiere hier auf dem Marktbericht ist eine Sauerei. Und das Bundestagsabgeordnete sich dafür herhebt, ist noch schlimmer. Dass Ihnen das Doktorarbeiten ist öffentlich. Doktorarbeiten sind wenigstens, also man wird sich jetzt daran gewöhnen müssen, sind öffentlich. Dem Feind mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln und Möglichkeiten durch Anwendung seiner eigenen Methoden und Moralbegriffe Schaden zuzufügen, sowie die sich bietenden Möglichkeiten des feindlichen Wirtschaftspotenzials zur allseitigen Stärkung der DDR voll zu nutzen. Ja, und da das ist die Abteilung ja. zu einigen. Ja. Was ist daran? Das ist Machiavelli und damit so ein Satz ist. Was ja. ist der wollte doch ja. eine Eins schreiben. Was ist daran? Das ist doch ein effizienter ja. Mann. Was soll er denn da sonst ja, reinschreiben? Der wollte, dass die DDR wirtschaftlich gesund wird. Ja, hat er nicht geschafft. Aber dieses an sich, wieso wundern wir uns eigentlich die ganze Zeit? Wir haben mit den Leuten, wir tun inzwischen so, als sei das eine abtrünnige Provinz gewesen. Mhm. Und so müssten wir sie nur noch nachträglich nach unserem Recht behandeln. Ich bin kein Jurist, Herr Heilmann, aber kein Jurist zu sein bedeutet ja nicht eine Spur von Gerechtigkeitssinn zu haben. Doch, ein bisschen gibt es auch bei Nicht-Jurist. Bisschen. Eher kannst du sagen, hast du mehr eine Chance, eines zu behalten. Nur, ganz schnell, ich muss wirklich sagen, das, was da vorgelesen wird, also ich finde es schlechten Stil. Es ist eine politische Haltung, die ich einfach in ihrer Absolutheit ziemlich verabscheue. Aber ich kann doch nicht jetzt, seit der Wende, so tun, als hätten wir nicht 20 Jahre lang, in denen wir zum Vorteil beider Seiten, und zwar der Menschen beider Seiten, diese Leute hier nicht wie eine abtrünnige Provinz behandelt haben, sondern als einen Staat, der zwar für uns nicht Ausland war, aber den wir anerkannt haben, mit dem wir, neben dem wir in der UNO saßen, dass dieser Staat gesagt hat, wir wollen uns der Methoden der anderen Seite bedienen, damit unsere Seite floriert. Ich bin ja bereit zu sagen, es ist mir sehr recht, dass es so ist, wie es jetzt ist, nur dass das so war, können wir doch jetzt nicht plötzlich wie eine totale Überraschung zur Kenntnis nehmen. Also Herr Heilmann, jetzt sind Sie dran. Aber das ist ja nur eine Seite der Medaille. Ich meine, sollten wir eine Selbstverständlichkeit feststellen. Herr Schalk hat an verantwortlicher Stelle sehr effektiv, wie wir gehört haben, einem Staat gedient, der sicherlich seine Interessen verfolgte, aber außerdem ein Unrechtsstaat war. Ein Staat mit totalitären Zügen und ein Staat, der massenhaft elementare Menschenrechte verletzt hat. Das steht zunächst einmal fest. Welche Rolle Sie im Einzelnen in diesem Staat gespielt haben, darüber will ich nicht spekulieren. Da weiß ich nur Bruchstücke. Und da gibt es Verdächtigungen und Spekulationen schon genug. Ich will eher dazu beitragen, dass man darüber nicht mehr zu spekulieren braucht. Aber das wird man ja zunächst als Ausgangspunkt noch einmal feststellen müssen. Und das Zweite ist, was ich gern sagen möchte, wenn Sie heute in der Bundesrepublik alte und neue Länder eine Umfrage machen, da sagen 80-90%, der Schalk gehört hinter Gitter und dass er nicht dort sitzt, das hängt mit seinen Beziehungen zusammen. Und das ist eigentlich die gefährliche Geschichte. Wenn wir das nicht ausräumen, dann verlieren wir ein Stück Legitimität. Und es kommt doch gerade darauf an, unsere Landsleute in den neuen Ländern für unsere rechtsstaatlichen Institutionen zu gewinnen. Ja, dann lass uns auf die Spitze treiben. Also was nun? Gehört er nun hinter Schloss und Riegel oder gehört er rehabilitiert? Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Wir sind keine Strafverfolgungsbehörde. Das macht die Staatsanwaltschaft und ich bin nicht Sprecher der Berliner Senatorin. Okay, dies ist ja auch keine Gerichtsverhandlung. Nur, ja. Ich will aber trotzdem zugunsten der Staatsanwaltschaft einige sagen. Man sagt ja, die kommen nicht voran. Mhm.
Wer sagt, das läge daran, dass da irgendwelche Beziehungen eine Rolle spielten, der müsste ja schon mal unterstellen, dass die Berliner Justizsenatorin SPD eine Anweisung vom Bundeskanzler befolgen würde, ihre Staatsanwälte sozusagen anzuhalten, zu ermitteln. Das ist etwas absurd, diese Annahme. Die Schwierigkeiten, diese politische Schuld in kriminelle Schuld festzuhalten, liegt ganz woanders. Liegt darin, dass wir ja nicht unser Recht zugrunde legen, Herr Gauss, sondern gerade das Strafrecht der DDR. Und deshalb wird die Justiz immer ihre Schwierigkeiten haben mit der Bewältigung dieses trüben Kapitels. Es funktioniert bei anderen Leuten aber doch schneller, wenn man das vergleicht. Also wenn man den einfachen Stasi-Mann nimmt, der hat es heute nicht leichter. Er war auch ein Stasi-Mann, er ist ein Eube gewesen, ein Offizier im besonderen Einsatz. Also vielleicht mögen die Leute einfach nicht, dass man so einen komischen Unterschied macht. Das macht mir ja auch große Kopfschmerzen, wenn ich sehe, dass da vier junge Grenzsoldaten jetzt vor Gericht stehen. Sie sind ja noch nicht verurteilt. Und andere, und ja nicht nur Schalk, sondern es gibt ja ganz andere, die da in anderer Verantwortlichkeit auch standen, gerade was Schießbefehl angeht. Sitzen im Tegernsee oder sitzen in Moskau oder sitzen in Österreich? Das ist ein Problem, Schießbefehl sitzt nicht am Tegernsee, das verbitte ich mir auch von Ihnen. Das wissen wir auch. Das ist unbefriedigend und ich aber habe... Das wissen Sie und wie viele andere wird das behauptet bei jeder Gelegenheit und deshalb wird der Name Schalk ja mit diesem Beigeschmack hier überall malig gemacht. Und diese Art der oberflächlichen und, ich muss mal sagen, vorsätzlichen Behauptung weise ich auf das Schärfste zurück. Aber Sie haben sich ja angesprochen. Wenn ich schuldig bin, dann hätte mich der Staatsanwalt geholt und verurteilt. Ja, noch nicht. Herr Schalk, das können Sie nun auch nicht sagen, weil Sie noch nicht angeklagt sind, deshalb sind Sie unschuldig. Das ist genauso falsch, als wenn man sagt, Sie sind schuldig, obwohl Sie noch gar nicht angeklagt sind. Wir müssen uns mal an gewisse rechtsstaatliche Prinzipien halten, die wir ja mal in Sonntagsreden beschwören. Wenn so ein, der See tobt und will ein Opfer haben, gerade dann muss ich sagen, Herr Schalk hat einen Anspruch darauf, so lange als unschuldig zu gelten, als er nicht rechtskräftig verurteilt ist. Aber man kann nun auch nicht sagen, weil sie noch nicht angeklagt sind, ich wiederhole, das sind sie unschuldig. Das wird geklärt von der Staatsanwaltschaft. Wir wollen die Wahrheit wissen. Die Wahrheit ohne Rücksicht auf strafbares Verhalten. Darf ich nur noch mal was mit dem Schießbefehl dazwischen sagen? Inwieweit spüren Sie eine moralische Schuld, zu einem Establishment gehört zu haben, das den Schießbefehl gedeckt hat? In einem System, dem der Schießbefehl als Instrument gedient hat. Wissen Sie, Herr Böhme, ich habe nicht die Absicht, in einer Runde, wie wir sie heute haben, die Verantwortung der DDR-Führung hier für mich zu vertreten. Das sollen doch die Herren selber machen. Ich lehne das ab. Generell für alles zu haften, was überhaupt hier passiert ist, ich bin schon wirklich strapaziert, dass ich den großen Komplex, der mir unterstellt wird, mit Sachlichkeit und auch mit viel Nerven so zu bestehen, dass, ich wiederhole mich hier, dass was wahr ist, wahr bleibt und was nicht wahr ist, auch unwahr bleibt. Dafür werde ich kämpfen mit aller Leidenschaft und immer wieder betonen, ich habe für die DDR, da habe ich mich nie drum gedrückt, 40 Jahre mit Begeisterung und Leidenschaften mich eingesetzt und habe alles gemacht, damit für diesen Staat aus meiner Sicht das dazu beigetragen wird, dass dieser Staat existieren kann. Dass das aus ganz anderen Gründen, weil ich will dieses Forum wirklich nicht damit strapazieren und Adenauer zitieren oder Brandt. Es war immer klar, dass selbst solche Antikommunisten wie Schumacher und Adenauer erklärt haben, die deutsche Frage ist keine innerdeutsche Frage, sondern eine Frage des Ost-West-Konfliktes. Und wer nicht die Größe hat, das einzusehen, wird auch nicht zur richtigen Entscheidung kommen. Aber wir bewegen uns jetzt von Schalk weg. Ja, Herr Böhme, wenn ich in Hamburg geboren wäre, wäre ich heute vielleicht Direktor von Ingolstadt oder von irgendeinem anderen. Ich bin in der DDR groß geworden, habe hier studiert, durfte hier studieren, wurde gefördert. Und war weder antifaschistisch belastet noch anders belastet, aus einer völlig normalen Familie gekommen und habe durch Glück und Fleiß und Arbeit und Studium was geschaffen, was andere in der ganzen Welt auch geschafft haben. Ich glaube, ohne Schießbefehl wäre die DDR
schon seit Jahrzehnten zu Ende gewesen. Das ist die ganze Tragik. Die hätte nicht angefangen, sie hätte nicht bestehen können. Das ist das Problem. Dieser Staat konnte nur aufrechterhalten. Das ist auch zu einfach, weil wir jetzt zu tun, das ist doch wirklich nicht der Punkt. Ich bin da ganz der Auffassung von Herrn Eilmann. Aber sehen Sie, Herr von Bülow, was mich sehr stört ist, der Herr Gauck hat gesagt, Imhausen. Das heißt, er hat völlig zu Recht nach meinem Verständnis einen westdeutschen Wirtschaftsführer ins Spiel gebracht. Wir behandeln Herrn Schalk aber immer, überwiegend, nicht alle, überwiegend in unserer Öffentlichkeit, wie das einmalige Monster, das nur in einem bestimmten System zustande kommen kann. Das, was ich an der Bemerkung von Herrn Gauck so wichtig gefunden habe, ist, das, was ihm, wenn es denn so gewesen ist, hoffentlich nachgewiesen wird, wenn es nicht so gewesen ist, hoffentlich seine Unschuld wiederherstellt und dann auch Leute sich ein bisschen genieren in der Öffentlichkeit. Dies ist noch nicht abhängig vom System. Und was nun angeht, ohne den Schießbefehl, wissen Sie, Sie sind Politiker, Sie müssen manches verkürzen. Aber es ist ja nun nicht so, dass 1961, als die Mauer gebaut wurde, schrecklich, dass sie gebaut wurde, dass dieses alleine Sache der Deutschen gewesen wäre, sondern bis 1985 musste man davon ausgehen, selbst wenn die DDR keinen Schießbefehl gehabt hätte, und das wäre mir sehr viel lieber gewesen wegen der Menschen, dass es dann eine Vormacht hier gegeben hätte, die sich mit unserer Vormacht im Westen arrangiert hätte darüber, dass dieser westliche Vorposten des einen Weltlagers notfalls mit Schießbefehl der Sowjetunion verteidigt worden wäre. Es hat keinen Sinn, dass wir jetzt nach der Wende alle blöder werden, als wir vor der Wende mal waren. Völlig korrekt. Dies ist kein Wort für den Schießbefehl. Also kommen wir zurück zu Herrn Schalk. Ja. Herrn Heilmann würde ich gerne fragen. Es hat ja Herr Gauss mit ihm verhandelt, um Abkommen mit ihm zu schließen. Es hat der Herr Strauß mit ihm verhandelt, um den Milliardenkredit mit ihm auszuhandeln. Es haben Herr Schäuble und Herrn Seiters mit ihm verhandelt, um Gefangenenrückkauf zu vereinbaren. Warum kann man sie im Augenblick... Ja, da wirklich nicht. Glaube ich nicht. Weder Seiters noch Herr Schäuble haben über Gefangenenrückkauf verhandelt. Ich muss das ganz genau zurückweisen. Okay. Sie haben dasselbe verhandelt wie ich, nämlich über zwischenstaatliche Vereinbarungen soweit. Ich weiß ganz normal, die Sache mit dem Kredit und was bei Strauß noch war, ist ein anderes Kapitel. Aber die Flüchtlingssache, das ist nicht die humanitäre Sache, das war nicht die Schiene Gauss, Schäuble, Jenninger, Seiters. Okay. Zur Frage, warum erinnert man sich jetzt seiner nicht? Warum ist plötzlich eine persona non grata? Warum empfiehlt der bayerische Innenminister ihm oder rät ihm an, Bayern zu verlassen? Warum erklärt er ihn zur Unperson da? Vorher sind alle mit ihm umgegangen. Das ist ein bedauerliches Zurückweichen sowohl der Journalisten als auch mancher Politiker vor dem Volkszorn. Ein bedauerliches Zurückweichen. Und ich halte das, was der bayerische Innenminister gemacht hat, für kaum vertretbar. Nicht? Es gibt im bayerischen Landesrecht keine Vorschrift, in der steht, dass der Innenminister jemanden zur persona non grata erklären kann. Ja gut, deshalb ist er auch nicht weggegangen. Ja. Richtig. Also das, ich meine, man muss zu dem Verhandeln stehen. Und sowohl Herr Gauss als auch die Vertreter, die Verhandlungspartner der Regierung Kohl sagen ja übereinstimmend, da war ein verlässlicher Verhandlungspartner und wir haben einiges erreicht. Das kann man doch nicht unter den Teppich kehren, soll man doch gar nicht. Das ist aber natürlich nur eine seiner Tätigkeiten, nur eine. Darauf wollen wir uns im Untersuchungsausschuss zunächst konzentrieren, weil das so im Vordergrund stand. Ja. Aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr. Es gibt den Waffenhandel, es gibt den Antiquitätenhandel. Wie gesagt, ich will auch nicht voreilig hier irgendwie den Stab brechen. Nur, da ist noch viel, was aufzuklären ist. Ja. Fragen Sie mal, Herr von Bülow, der war ja nun Staatssekretär im Verteidigungsministerium, wie viele Waffenexporte die Bundesrepublik Deutschland in einem Monat durchgeführt hat. Haben Sie denn jetzt auch welche gemacht? Man kann doch nicht sagen, die einen sind verbrecherweise Waffen exportieren und die anderen sind große. Ich rede jetzt überhaupt nicht vom Strafrecht. Ich glaube, wir müssen mal wegkommen vom Strafrecht. Das Strafrecht wird die Aufgabe nicht erfüllen können, der politischen Aufarbeitung der letzten 15, 20, 25 Jahre. Das kann sie nicht leisten. Wir müssen Grundlagenarbeit
leisten und müssen erstmal herausfinden, wie es eigentlich gewesen ist. Und es wissen ja viele Bürger in der früheren DDR eigentlich, die gucken ja auch heute etwas erstaunt, was ist da eigentlich alles passiert bei der Stasi? Lassen Sie uns mal das Beispiel durchspielen. Sie haben Waffen verkauft in Spannungsgebiete gegen Devisen. Sagen, Bülow hat es auch getan. Haben Sie es auch getan? Natürlich. Natürlich haben wir das gemacht. Die Bundesrepublik hat einen Waffenexporthandel, der offiziell läuft, der jedes Jahr genehmigt wird vom Bundessicherheitsrat. Daneben gibt es Grauzonen, Dunkelzonen und auch kriminelle Elemente. Stimmt ganz mit Gauss' Vermutung von Lumpigkeit in dem westlichen Wirtschaftssystem natürlich überein. Und Herr Schalk-Golodkowski oder seine Firma IMES und ITA hat genau dasselbe in der DDR auch gemacht. Also völlig ITA war nicht meine Firma. Sie müssen sich auch mal ein bisschen an Sprache halten. Nein, Moment, es sind beide Firmen. Die eine hat den offiziellen Handel gemacht und die andere hat den Schweingraben gemacht. Aber nicht gemacht. Meine Firma. IMES, nein, das war zu viele in Ihrem Koko-Bereich. So, und jetzt das, was da offiziell gelaufen ist, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Das sind zwei deutsche Staaten gewesen und die haben jeweils nach ihrer Druckordnung und Einordnung ihre Waffenhandel betrieben. Wir in Richtung NATO, die anderen in andere Gebiete hinein. Wenn überhaupt was von für uns ist Interesse, was sie insgesamt an Geld gemacht haben, das werden wir feststellen, ist auch kein Problem. Wo es problematisch wird, ist die Lieferung von Waffen an Terroristen. Über die Tochterfirma. Moment, da können Sie ein Beispiel sagen. Es ist problematisch, aber nicht Behauptung, Herr von Bühler. Hören Sie doch oft mit dieser verfluchten Rufmordtheorie, die Sie hier mit wieder anfangen. Sagen Sie, wann, wer, wo, also mit welcher Weisung Waffen an Terroristen verkauft wird. Und nennen Sie dann meinen Namen. Es gibt den Vorgang, die ganzen Akten haben wir noch nicht voll durchgesehen, es gibt den Vorgang des amerikanischen Botschafters in Ost-Berlin, der 1987 vorstellig geworden ist und gesagt hat, wir haben euch das vorher schon gesagt, jetzt haben wir die glatten Beweise, weil 1985 jemand oder etwas später in Warschau aus einer Gemeinschaftsfirma angeblich von einer Terroristengruppe mit der IMES ausgeplaudert hat und daraus geht hervor, dass in Koko-Firmen, die mit Waffenhandel zu tun hatten, Terroristen der Abu Nidal-Gruppe installiert gewesen sind, dass sie teilweise ihr ganzes Finanzvolumen 1983, 84 dahergeholt haben. Das wird man nachprüfen müssen. Das ist, wenn überhaupt ein Vorwurf rauskommt bei der ganzen Geschichte, geht er in diese Richtung. Und das müssen wir jetzt genau erforschen. Vielleicht laden wir den CIA vor, der ja auch interessante Geschäfte mit der IMES gemacht hat, um den amerikanischen Kongress über Panama zu beeinflussen. Also Schalk, da gibt es faszinierende, weltumspannende Aktivitäten. Die ungeheuerliche Fantasie, muss ich Ihnen wirklich bescheiden. Aber jetzt sagen Sie mal was zu diesem Vorwurf. Waffen an Abu Nidal. Ich habe mich dagegen energisch verwahrt. Ich habe mit diesen Leuten nichts zu tun. Ihr habt, ich kenne die nicht und habe keine Weisung erteilt, ja, gegen solche Verbrecher oder für solche Verbrecher Waffen zu liefern. Dazu stehe ich. Und Herr Bühler wird sich die Mühe machen müssen, ja, sich entweder zu entschuldigen oder den Beweis zu bringen. Jetzt wollen wir doch mal wissen, weil die KUKO hat ja nicht unerhebliche Gewinne gemacht. Das haben Sie am Finanzministerium überwiesen. Sie haben das an ein Honecker-Staatskonto überwiesen. Womit haben Sie denn jetzt die Milliarden gemacht, wenn Sie mit nichts gehandelt haben, was der Herr von Bühler jetzt anbringt? Können Sie das mal erklären? Aber ich bin gerne bereit, darüber ausführlich zu referieren. Nein, so ein Stichwort. Ich will das mal in kurzen, wenigen Stich sagen, wir haben angefangen 1967 mit 30 Millionen Gewinnen ungefähr, kann mich jetzt irren, aber die Unterlagen sind bei mir nicht vernichtet worden, die sind nun alle da, auch wenn es manchmal vielleicht nicht so schön ist, aber die sind da und darauf bin ich eigentlich froh, dass sie da sind. Haben Sie sie noch? Oder? Ich habe nichts. Aber wo sind sie denn? Ich will es hier doch auch nochmal sagen, was ich vom Ausschuss sie da, wo diese Doktor war. Ja. Wir sollten es doch vielleicht nochmal sagen, dass das nochmal auch in einer größeren Öffentlichkeit bekannt wird. Es gibt natürlich in der Stasi auch eine Arbeitsgruppe KOKO, war nicht diese wirtschaftlichen Unterlagen aus dem Bereich KOKO. Das sind zwei Paar Schuhe. Dieser Bereich KOKO und seine Wirtschaftsakten, die sind extra aufbewahrt. Die sind nicht bei mir, sondern wo sind die denn jetzt? Bei mir gibt es, die sind in bei seinem Freund Beil wahrscheinlich irgendwo gewesen oder bei seinem Freund Mittag oder. Das weiß er. Er weiß, wo sie sind. Ob sie vernichtet sind oder nicht. Sie sind nicht vernichtet. Darauf bin ich stolz. Ich bin aus Lebensangst aus der Republik weggegangen. Okay, das kaufen wir Ihnen ja ab. Das kaufen wir ab, aber ich habe bis zu diesem Zeitpunkt
das kann ich hier vor der ganzen Öffentlichkeit erklären, nicht ein einziges Blatt Papier vernichtet. Mhm. Im Gegenteil, ich habe die wichtigsten Dokumente, 25 Jahre Arbeit, deutsch-deutsche Beziehung und Beziehung, was die Finanzen anbetraf, zum ZK der SED, Rechtsanwalt Vogel übergeben und dem Vorsitzenden der damaligen Parteikontrollkommission Eberlein, das ist aktenkundig und die Papiere sind übergeben worden. Na, dann ist ja gut. Ja, also, die können ja nicht zwei Jahre verschwunden sein. Also sie gehören aber nicht zu meinem Bereich. Wie kommen die ja alle plötzlich an, teilweise? Ja, da kommen noch mehr. Das stört mich ja überhaupt nicht. Die Art und Weise, die wie ein Rechtsstaat das zulässt, dass Banditen, muss ich mal sagen, diese Papiere für Geld, die früher in diesen verantwortlichen Funktionen waren, verkaufen, statt zum Staatsanwalt zu geben oder der Untersuchungsbehörde oder dem Ausschuss, da, der hört sich her. Sie haben doch die Akten in ordentliche Hände übergeben. Das Schlimme ist ja, dass wahrscheinlich Leute aus der SED, die ihn sehr gut gebraucht haben und ihn sehr gut benutzt haben, um von sich selber abzulenken, mit beteiligt waren an diesen Geschäften mit Akten und mit Verschleierung und natürlich an der Schuldzuweisung. Ich gehöre nicht zu denen, die also davon überzeugt sind, dass der Herr Schalk nur effizient war. Möglicherweise gibt es noch was. Es ist doch kein Zufall, dass genau mein Vater da als erster gepackt wird. Mhm. Sind doch dieselben Kameraden wieder am Werk. Wir haben es doch als Familie Strauß jahrzehntelang erlebt. Die haben die Lockheed Alten zurechtgefälscht. Die haben immer wieder was hergebracht. Es ist dieselbe alte Stasi-Seilschaft, die das genau zur rechten Zeit wieder hervorzaubert. Das ist nichts Neues. Dann gibt es einen willfährigen SPD-Abgeordneten, der dann das Wort Spion in die Runde wirft und schon ist der Medienskandal da. Also bitte jetzt. Das ist genau die Abteilung Desinformation, die da arbeitet. Da kommen dann gezielt Akten raus. Wenn man heute sich den Spaß macht, die Akten des DDR-Staatsministeriums für äußere Beziehungen zu öffnen oder sowas. Und wenn man die gesamten Verhandlungen auch des Herrn Gauss dokumentiert, dann sieht man mal, wie banal die ganze Angelegenheit eigentlich ist. Nur, es kommt gezielt Strauß auf den Markt und da zunächst einmal von anderen abzulenken. Also Herr von Bülow, jetzt dürfen Sie. Also diese benannte Zeitschrift hat natürlich sehr viel mehr auf der Latte als nur diese Strauß-Merz-Geschichte. Ich wollte aber gern was zu der angeblichen Stasi-Fälschung sagen. Sie haben ja selber gesagt, dass diese Akten oder diese Protokolle, die da angefertigt worden sind, authentisch seien. Und das Zweite, jetzt darf ich noch zum Spionage-Geschichte etwas sagen. Ich stand, als ich gefragt wurde, kommt das nicht an Spionage ran? Und manchmal darf man einen Gedanken auch nicht an der Bild-Zeitung äußern. Habe ich gesagt, ja, nachdem ich am Vormittag gelesen hatte, den Fall, den Sie vorhin angesprochen hatten, eines Abgeordneten im Bayerischen Landtages, der, so hat das Gericht festgestellt, mehr als viermal Kontakt mit einem Ossi damaliger Prägung hatte, von daher wäre zu schließen, dass er ein Agent sei. Und weil er ihm teilweise auch plaudernd, wie er sagt, wie er mit einem normalen Wahlbürger auch spricht, Internas aus der SPD besprochen hatte, haben die gesagt, das ist eine staatstragende Partei. Wer aus einer staatstragenden Partei irgendwas rausspricht, begeht Geheimnisverrat und haben den Mann für 2 Jahre Gefängnis verurteilt. Und der Mann hat seine ganze bürgerliche Existenz verloren. Er hat anderthalb Jahre oder 1,25 Jahre abgesessen und ist von daher ein mehr oder weniger gebrochener Mann. Das ist das Ergebnis. Er sprach vorhin 1970, der Zeitpunkt. Es ist das Ergebnis dieser grausamen Verhetzung von Bürgern gegeneinander vor lauter Angst vom Kommunismus. Aus dieser Sicht habe ich das beurteilt und habe die Akten angeschaut und gesagt, also wenn der für 2 Jahre hat ins Gefängnis gehen müssen damals, dann müsste der Franz Josef Strauß, so wie er geredet hat, über die Internas im Kabinett längst gehen. Ich würde als Richter völlig anders urteilen. Ich bin völlig anderer Auffassung. Ich glaube, dass die ganze Ostpolitik, ohne die Gefahr ins Gefängnis zu gehen, nach dieser Auffassung dieses Richters überhaupt nicht durchsetzbar gewesen ist. Denn wir haben viel reden müssen mit der anderen Seite, um überhaupt rüberzubringen, dass was verändert werden muss. Reduziert sich der Spionagevorwurf zur Urteilsstelle? Ja, Herr von Bülow, der Fehler ist doch der, Ihnen werden von einer Illustrierten ein paar Akten gezeigt. Sie sind neidisch, weil Sie die nicht gekriegt haben. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Der hat die alle. Nein, ich habe sie nicht bis heute.
Sie wissen nicht, ob sie vollständig sind. Wir haben zu diesem Thema noch keine Zeugen gehört. Wir wissen nicht, was für Unterlagen wir sonst noch haben. Dann muss man eigentlich ein bisschen vorsichtiger sein, mit Bruchstückwissen in die Öffentlichkeit zu gehen. Und wir werden es im Zuge des Untersuchungsverfahrens immer wieder erleben, dass leider Gottes dies geschieht. Leider Gottes dies geschieht. Dabei läuft uns überhaupt nichts weg. Wir werden das ja alles aufklären. Der Herr Gauck wollte noch was sagen. Ich würde gerne einen Schlauch sagen, weil ich das wirklich interessant finde. Denn ich bin nicht der Ansicht, dass der Franz Josef Strauß seinen Antikommunismus nur gespielt hat, sondern der war es. Und das hat ihm auch in der DDR viel Sympathie eingebracht, zu einer Zeit, als die meisten Leute in der DDR waren ja mit eher Linken oder Linksliberalen befreundet, als die aber einen gewachsenen Antikommunismus hier überhaupt nicht verstehen konnten und überhaupt nicht einordnen konnten. Und das ist für viele Leute wichtig gewesen, dass es Unbeirrte gegeben hat, die sicher in einer Sprache, die manchen hier nicht schmeckte, aber doch gegengehalten haben. Nun aber Folgendes, was für mich sehr interessant ist, dass ich glaube, dass der Strauß, ihr Vater, ein unglaubliches Sensorium hatte für Seilschaften, Feindbilder, Politikentwicklung in seinem Lebensumfeld, das ihn geprägt hatte. Und dass ich vermute, dass er möglicherweise diese feine Kennung nicht mehr hatte, als er mit Menschen Umgang pflegte, die plötzlich für ihn rein menschlich berechenbar waren. Das war ein Mann, der war ja auch seriös, er war, wie wir auch von Gauss gehört haben, aber er war effizient, er war schnell, er war leistungsstark, das muss ihrem Vater alles imponiert haben. Er war Diskussionspartner. Was ihr Vater nicht wusste, dass er auch dem MFS unterstellt war und was viele, die von Amts wegen in diese Gesprächssphäre eingetreten sind, nicht gewusst haben konnten, wie sehr die ideologische Diskussion immer verknüpft war mit einem sich absichern im Bereich der Sicherheit. Und da ist möglicherweise in manchen politischen Gesprächen ein Gefahrenpotenzial entstanden, dass der Herr von Bülow sicher etwas sorgfältiger hätte anfragen können. Dann wird das nämlich plötzlich ein interessantes Thema. Ist das Wort ist ja nur das, ist nur das Wort Spion. Ja, das ja. Habe ich jetzt so praktisch schon mal in dem Form zurückgenommen betrachtet, weil ich es auf eine Urteilsschelte reduziert. Und Herr von Bülow hat ja vorhin auch gesagt, nach der Logik des bayerischen Obersten wäre er selber schon mehrere Jahre im Gefängnis gesessen. Ich will mich jetzt zu dem Urteil nicht äußern. Ich glaube, es interessiert auch momentan. Das führt einfach viel zu weit, Aber wenn man mal das Funktionsprinzip einer Demokratie anschaut, dann wird Regierungspolitik in der Öffentlichkeit ausgestritten. Mhm. Auch Alexander Schalk-Kolkowski war Bestandteil sozusagen dieses Streites. Das konnte auch, wenn Sie mit Herrn von Bülow oder Herrn Gauss, Herr Ellmann, wer auch immer, mit einem Gesprächspartner etwas besprechen wollte, es kamen sofort in irgendeiner Form interna der Regierungspolitik, in Anführungszeichen, Positionen, Stärkebeurteilungen und, kamen zur Sprache. Das ist überhaupt gar nicht zu verhindern. Und das Problem ist doch heute nur dasjenige, sagen wir mal so, da fällt man auch über den toten Josef Merz her, der also derselbe Antikommunist war, wie mein Vater es war, und der so wichtigtuerisch da hervorgehoben wird. Die Antikommunisten sind nicht frei davon, auf Kommunisten reinzufallen. Das ist Geld zu machen. Vor allem gar nicht frei davon, mit ihnen Geschäfte zu machen. Herr Franz, Herr Strauß, entschuldigen Sie. entschuldigen Sie. Ich habe eigentlich Ihren Vater ganz gern gemocht. Ich habe ihn ganz gut gekannt. Das hat er mit anderen Spiegelchefredakteuren. Ich weiß, ja. Ich habe ihn. Lass dich doch gerne einrufen. Als ich Chefredakteur des Spiegel war, fand ich das immer ganz spannend, mit ihm zu reden. Und sehen Sie es mir nach, was ich jetzt sage, bitte. Und ich finde nicht, dass das, wie der Herr von Bülow es gemacht hat, richtig ist. Aber lassen Sie mich dieses sagen und ich bitte vorab um Verständnis. Jeder von uns, also ich ganz gewiss, hat eine Achillesferse und irgendwo eine Stelle, wo das Lindenblatt hingefallen ist und wo man verletzlich ist. Eine Achillesferse Ihres Vaters war, dass er eigentlich immerzu nachweisen wollte, wie bedeutend er ist. Und das auch noch dann wollte,
wenn es gar nicht mehr nötig war, weil er nun in der Tat für eine bestimmte Phase der bundesrepublikanischen Geschichte bedeutend war. Ich habe ihn mehrfach in Gesprächen erlebt, wo er, nachdem alle sagten, naja, es passt uns nicht, dass er recht hat, aber er hat recht, immer noch weitergeredet hat. Und am Ende, wenn er fertig war, hat er plötzlich Unrecht bekommen, weil er nicht früh genug aufhören konnte. Hoffentlich geht mir das jetzt nicht so bei diesem Diskussionsbeitrag. Also, ich glaube, dass der Franz Josef Strauß im Gespräch mit Schalk, weil er so war, wie er war, und dies sage ich nicht ohne Respekt, weil dies sei nach dies etwas, Entschuldigung, angeberische, seine Achillesferse war. Ich glaube, dass der noch dazu als Parteiführer, ich war beamteter Staatssekretär, gegenüber Schalk auch dicke tun wollte, wie er den Kohl am Schlawittchen hat, wenn er will. Und ein bisschen angeberisch. Und ich sage Ihnen etwas. Es gibt eine prekäre Sache in der Geschichte. Es gibt eine prekäre Sache. Und die hat Bülow allerdings auch erwähnt. Ich habe vorhin schon gesagt, ich halte wenig von Diensten. Ich habe eine Zeit lang auf dem Verteiler des BND gestanden, als ich ständiger Vertreter der Bundesrepublik hier war. Was ich da gelesen habe, hat wirklich das Papier nicht gelohnt, auf dem stand. Der Strauß hat, wie ich glaube, aus dem Motiv, das ich eben benannt habe, Dicke getan und hat manches gesagt und aus dem Nähkästchen der Regierung geplaudert. Und es hat in Wahrheit gar nichts bedeutet, ob er das aufgeschrieben hat, was er wahrscheinlich hat, und ob der Mielke es nachgelesen hat, was er wahrscheinlich hat. Das hätte er auch aus Zeitungen lesen können. Und wahrscheinlich haben sie es beide nicht gelesen, weder aus Zeitungen noch. Alles völlig egal. Also nur andere Leute, Vorzimmerdamen, sind für weniger ins Gefängnis gegangen. Und das heißt, dieses Problem, nicht das Problem, nachträglich auf ihren Vater zu spucken, was ich schrecklich finde. Aber das Problem, der hat das gemacht und ich glaube, er hat es aus diesem Grund gemacht und der ist von seiner Vermutung gar nicht so weit weg. Dieses Problem und das Problem derer, die ins Gefängnis gehen mussten, das fragt nach einer Lösung. Dieses zum Psychogramm von Franz Josef Strauß. Wir wollen Herrn Gauck noch mal fragen zum Psychogramm von Herrn Schalk. Ja. Ist der gespalten? Ist er auf der einen Seite, ist er auf der einen Seite ein in Loyalität zu seiner ehemaligen DDR stehender oder gestanden habender Staatssekretär und auf der anderen Seite verstrickt in die Ideologie seiner Partei und bereit, mehr als 7 Grad sein zu lassen? Sind das zwei Schienen, die in ihm sind? Also ich kenne ihn ja, ich sehe ihn heute zum ersten Mal. Auch habe ich nicht mit der Aktenlage mich befassen können. Und die Akten, die interessant sind, habe ich gar nicht. Auch habe ich seine Doktorarbeit zwar in meinem Archiv, aber die will ich ja anschließend mitnehmen. Und, haben Sie doch. Ja, aber was soll das denn hier rum? Das kann später genutzt werden, wenn der Gesetzgeber das einräumt. Aber er ist weniger gespalten als manche andere. Also er ist effizient, er ist kompatibel und er ist infolgedessen in vielen Systemen verwendbar. Und er wird in vielen Systemen Freundschaften schließen können. Und es ist hier noch nicht nachgewiesen, dass er ein Verbrecher ist. Und es ist Herrn Eilmann völlig zuzustimmen, ob er uns nun sympathisch ist oder nicht. Und ob es den Volkszorn gibt oder nicht. Jedenfalls hat uns das noch keiner gesagt. Und da wir alle hier miteinander wissen, dass es weit größere Verbrecher gibt als ihn, da müssen wir einstweilen damit Vorlieb nehmen, dass er ein besonders effizienter, Begünstigter war, der allerdings es der Öffentlichkeit auch, Herr Schalk, sehr schwer macht. Wenn man immer nur auf ihn einhakt oder auf diese dusselige Öffentlichkeit und meint, man habe genug getan, indem man gesagt hat, also ich habe doch nur meinem Staat gedient, ohne dass man der Öffentlichkeit auch hinlänglich sagt, wie man denn nun dazu beigetragen hat, diesen Übergang zur Demokratie selber mitzuvollziehen und was man dazu getan hat, dann ist das schlecht, den anderen die Schuld zuzuschieben. Und solange sie nur hinter verschlossenen Türen mit irgendwelchen Leuten, die vielleicht Herr Strauß kennt, Herr Strauß Junior, die wir aber nicht kennen und die darüber nicht sprechen, die Dinge getan haben, die den Übergang in die Sphäre der Demokratie glaubhaft machen, sind sie in einer äußerst schwierigen Situation. Aber weit
Bedeutendere sind in einer weit größeren Bewusstseinsspaltung für mich. Das, und ich würde die gerne hier sehen. Herr Schalk. Herr Gaub, ich möchte zwei Bemerkungen machen. Sie haben am Anfang, stimme ich mit Ihnen völlig überein, gesagt, solange ich nicht verurteilt bin, bin ich kein Verbrecher. Ja. Sie haben das trotzdem eben formuliert. Ich möchte auch Sie bitten, mit aller Sachlichkeit. Haben Sie mich missverstanden? Er war sehr sanft. Ich habe Sie in Abrede gestellt. Ja, das, aber es kam ein Wort vor, vielleicht höre ich auch schon ein bisschen viel. Ja. Kann sein, man ist ja mittlerweile ein bisschen dünnhäutig geworden. Ich bitte dann um Verzeihung, wenn ich Sie falsch verstanden habe. Aber ich habe mal eine Bitte. Wenn Herr von Bülow und alle, wie wir hier sitzen, mal die Größe aufbringen, und ich hoffe, dass das dazu kommt, sicherlich nicht im Ausschuss. Ich bin gerne bereit, mit veröffentlichten Dokumenten, ich brauche ja keine Geheimen dazu, mal nachzuweisen, wer hat sich denn eigentlich gedrängelt von der SPD-Führung, darum verstehe ich auch Hans-Jochen Vogel nicht, der war nämlich mehr in Hubertus Stock als Strauß. Wehner und Mischnick, was meinen Sie denn, was die dort besprochen haben? Meinen die haben dann über den Geschmack des Kuchen... Moment, lassen Sie mal. So, nee, Sie tun so, als ob der Schalk und der Strauß beispielhaft hier schlimme Jungs sind, die irgendwas gemacht haben. Alle Politiker, alle, waren dem Grundgesetz der Präambel verpflichtet. Und wenn Sie das als Agitation erfassen, ist das Ihre Sache. Und die Politiker, die nach diesem Grundsatz mit allen ihren Möglichkeiten... Mit allen, möchte man sagen, auch Kompromissen darum gekämpft haben, dieses Grundgesetz in seiner Inhalt zu erfüllen, die werden heute kritisiert. Und die anderen, die nichts gemacht haben, sind feine Leute, die lehnen sich zurück und sagen, wir waren ja nicht dabei. So hört sich die Sache aber fast an. Sie haben eben gesagt, nicht im Ausschuss. Da frage ich Sie, warum nicht im Ausschuss? Und von mir aus könnte man schon nicht behandeln. Lassen Sie mich eins vorweg sagen. Herr Gauck hat ja gesagt, Sie haben vielleicht auch nicht immer glücklich agiert mit Ihren Äußerungen. Sie haben jetzt eine Chance. Ich weiß nicht, wie Sie zu den 30, 40 Jahren selbst innerlich stehen, die Sie dort in der DDR verbracht haben. Steht mir auch nicht zu, heute das zu fragen. Aber wenn Sie jemals in Anspruch nehmen wollen, dass Sie vielleicht einiges anders sehen, als Sie es damals gesehen haben, dann wird das nur dann glaubhaft sein, wenn Sie uns sagen, wie es wirklich gewesen ist. Und Sie haben die Chance, Sie haben die Chance vor dem Ausschuss. Sie werden fair behandelt wie jeder andere Zeuge. Aber wir erwarten dann auch von Ihnen, dass Sie wirklich wahrheitsgemäß berichten, was dort gelaufen ist. Für den Teil, für den ich verantwortlich war, ich kann wirklich nicht. Bei allem, was man mir zuordnet, nun darüber reden, was nun Wehner mit Honecker besprochen hat oder LaFontaine. Das wollen die nicht verhandeln. Nein. Ich kann nur reden, was ich gemacht habe. Das ist doch die Seite, die wir völlig gemeinsam tragen. Diese Häftlingsfreikäufe, die Sie möglicherweise nicht verhandelt haben, die Autobahnzugang nach West-Berlin, das Verbessern der Besuchsbedingungen, das sind doch alles Dinge, die haben wir gemeinsam getragen. Welcher Politiker da gekommen ist, gibt überhaupt keine Kritik. Und deswegen ist es der eine Hut. Mich interessiert der andere Hut. Sie sagen, da ist überhaupt nichts drunter. Ich sage, da ist sehr viel drunter unter diesem Zauberhut. Und das werden wir im Ausschuss ja sehr, sehr genau sehen. Vorausgesetzt, wir kommen an die Akten, die wir heute bis zur heutigen Stunde ja noch nicht in dem Umfang haben, wie wir sie brauchen. Also eines in aller Ruhe. Soviel ich weiß, würde sich doch der Herr Schalk das Delikt seiner uneidlichen Falschaussage schuldig machen, wenn er im Ausschluss lügt. Und dann hätte die Nation endlich ihre Ruhe. Ich glaube nicht, dass das Problem ist. Ja, der Nation vom Ausschuss, der lebt gefährlich. Ja, genau, dann hätte die Nation ihre Ruhe. Und wenn man ihn also auch dann wegen uneidlicher Falschaussage macht. Herr Heilmann, wie lange wollen Sie verhandeln im Ausschuss? Es ist ja so, der Schalk ist nun im Scheinwerferlicht. Zu Recht oder zu Unrecht, wir haben es heute Abend natürlich auch nicht geklärt. Wie könnten wir auch, die Akten liegen ja zum Teil bei Herrn Gauger, darf sie nicht rausgeben, zum Teil beim BND, er gibt sie nicht raus. Auch der BND hat sie rausgegeben. Also das, was wir herausgeben konnten, haben wir getan als Familie Strauß. Die Familie Strauß hat herausgegeben. Nicht wir hatten welche, aber der Bayerische Staatsminister hat Akten abgeliefert, man weiß aber nicht, wo sie sind jetzt. Stabenhagen liest sie. Stabenhagen liest sie vielleicht. Vielleicht auch nicht. Er teilt wieder Antworten. Er teilt Antworten. Wie lange steht Herr Schalk im Zwielicht? Wann wird dieser Ausschuss
zu Pott kommen mit einem Ergebnis und wird er zu einem Ergebnis kommen? Sie haben ja Erfahrungen. Sie waren ja mal Vorsitzender im U-Boot-Ausschuss. Ich glaube, da ist nicht so viel rausgekommen. Würde da jetzt mehr rauskommen? Also bei Ausschüssen, die keinen Erfolg haben, sind dafür ja möglicherweise immer zwei Gründe verantwortlich. Entweder der Ausschuss hat nicht ordentlich gearbeitet oder der Skandal, der vermutet wurde, ist nicht vorhanden. Also nur so viel zu dem anderen. Aber hier sind wir, wie ich häufiger jetzt schon gesagt habe, zum Erfolg verurteilt. Denn wenn dieser Ausschuss nun wieder in den parteipolitischen Hickhack sich verliert und die Ausschussmitglieder mehr außerhalb des Ausschusses kühne Theorien zum Besten geben, als sich im Ausschuss auf den Hosenboden setzen, dann werden wir den Erfolg natürlich nicht erzielen. Aber ich habe die Zuversicht eigentlich, dass es diesmal gelingen wird, weil letztlich keine Partei und keine Gruppe es sich leisten kann, hier nicht ehrliche Aufklärungsarbeit zu leisten. Es sei denn, die Parteien und Gruppen haben Dreck am Stecken, den sie unter die Bettdecke kehren wollen. So, da sind wir nun im Ausschuss verpflichtet, durchzumarschieren, ohne nach rechts und nach links zu schauen. Denn wenn wir das nicht tun... Ja. Ja. Marschiert man schön. Ja, einen schauen nach rechts, die anderen nach links. Wollen wir mal den Namensgeber dieses Ausschusses fragen. Glaubt er, dass ihm dieser Ausschuss gerecht werden wird, dass etwas rauskommt, von dem er glaubt, es lässt ihm Gerechtigkeit widerfahren? Ich habe diesen Ausschuss gewollt. Ich habe mich bereit erklärt, vor diesem Ausschuss nach bestem Wissen und Gewissen zu antworten, was meine Arbeit anbetrifft. Kann ich für andere haften, ist mir wirklich beim besten Willen nicht möglich. Ich werde mich auch nicht an Spekulationen beteiligen über Dritte, das ist nicht mein Stil. Und ich werde nicht auch über meine ehemaligen Mitstreiter, ob das nur der Minister für Außenwirtschaft ist oder andere, die können ja selber zu sich reden. Ich werde über mich reden, werde über meine Pflichten, meine Rechte, meine Verantwortung, meine Fehler sprechen. Dazu bin ich bereit und das werde ich. Da bin ich fest überzeugt. Nennen Sie doch mal Fehler. Nennen Sie uns mal jetzt spontan Fehler. Ja, ich nenne mal einen Fehler, dass es eigentlich heute aus der Sicht des Jahres 91 wirklich vielleicht eine große Sache gewesen wäre, wenn man die Ideen, die ja nun auch nicht mehr geheim sind, 1986, 87, 88 hatte, über eine Konföderation zwischen beiden deutschen Staaten nachzudenken, wenn man die mit mehr Nachdruck und auch mit den Möglichkeiten, die die Politik bietet, hätte durchsetzen können. Aber ich sage auch gleichermaßen, zu dem damaligen Zeitpunkt und dem damaligen Kräfteverhältnis wäre das Ende aller dieser, ich sage das mal auch in Anführungsstrichen, Leute gewesen, die gegen die Verfassung, die DDR-Verfassung, ob die uns nun passt oder nicht passt, und gegen den Staatsratsvorsitzenden, wir werden alle, Also mindestens rausgeflogen, das wäre ja noch zu ertragen gewesen, aber wir wären sicherlich alle verurteilt worden. Nur zu der Zeit waren Sie halt rastlos tätig, Devisen zusammenzukratzen, um das System weiterzustützen. Wissen Sie, ich muss jetzt mal doch noch vielleicht noch ein Wort sagen dürfen. Es hört sich ja immer so an, als ob nur der Schalk oder auch andere Beauftragte, Professor Dr. Vogel, möchte ich mal anstandshalber hier nennen und möchte auch andere Leute nicht vergessen, die, weil es keine normalen, völkerrechtlich anerkannten Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten gab und Oskar Fischer eben nicht der Partner war von Genscher, sondern es ein Weg gefunden werden musste, der unterhalb der völkerrechtlichen Anerkennung war. Und dann kamen eben Leute. Und wenn es nicht Schalk gewesen wäre, wäre es Meyer gewesen. Es wäre auf jeden Fall jemand da gewesen, der das Vertrauen des Staatsratsvorsitzenden gehabt hätte und der hätte dann das Mandat gehabt, zu verhandeln. Professor Vogel hat das Mandat gehabt für humanitäre Fragen. Er hat viele Verhandlungen geführt und man kann nachlesen bei Graf Nauhaus. Dort sagt der Bundeskanzler Schmidt, 1979, 80 mussten hier Heimverhandlungen geführt werden, weil andere Möglichkeiten nicht vorhanden waren. An der gleichen Stelle sagt der Schmidt zum Treffen KSZE in Helsinki, Karl Werner Janne war dort dabei als Abteilungsleiter, Sanne.
Dort hat er gesagt, also der Spielraum von Honecker ist sehr begrenzt. Das sind ja nicht meine Formulierungen, das sind Formulierungen von Zeitzeugen. Und ich möchte mal sagen, Helmut Schmidt ist ja wohl ein untadeliger Politiker. Ich habe ihn jedenfalls so persönlich erlebt. Ich schätze, war sein Vorgesetzter, hat viel Ärger mit ihm gehabt. Er wollte der DDR mehr geben. Er wird sich freuen über das Urteil. Nur sehen Sie mal, der Rechtsanwalt Vogel hatte ein Mandat, humanitäre Fragen zu machen. Sie hatten das Mandat, Devisen zu beschaffen. Das hat ja doch aber eine... Nee, ich habe nicht das Mandat, Devisen es hat einen qualitativen Unterschied. Wissen, dieses hässliche Wort, Devisenbeschaffer, ja, es gab 16 Millionen Devisenverbraucher und einen Banditen, der die beschafft hat. Also jetzt muss man doch mal aufhören mit diesem Schwachsinn. Es musste auch jemand gegeben hat, der die verbraucht hat. Kann doch nicht sein, dass die nur einer beschafft hat und die hat er sich irgendwo in den Schrank gepackt. Nein, kann doch nicht wahr sein. Da müsste man greift auch niemand an. Das ist ein weites Feld. Das ist ein weites Feld, nur eine Frage ist natürlich auch an Sie zu stellen über die Wirksamkeit dieses ganzen Einsatzes. Denn die DDR hatte 1981 ein Austauschverhältnis mit fremden mit Westwährungen. Eine D-Mark Ost musste mit 2,20 Mark kosten. Eine D-Mark West musste mit 2,20 Mark kosten Ost erwirtschaftet werden. Und das war innerhalb von 8-9 Jahren auf 4,40 Mark abgestürzt. Das ist ja eines der Probleme. Nach der Fragen der Arbeitsproduktivität, das, ja, ja, der inneren Leistungskraft. Aber Sie sind angetreten gewesen, das ganze System flexibler zu machen, ganze große Fertigungsanlagen zu kaufen. Ja. Unter dem Strich ist ja leider Gottes ein weiterer dramatischer Absturz der Fähigkeit der DDR, Devisen zu erwirtschaften, zustande gekommen. Und darüber, ich meine, das ist nicht so, hat das Untersuchungsausschuss... Eines der entscheidenden so erfolgreich sein wir nicht gewesen. Ja. Sonst hätten wir eine Produktionsanlage gehabt. Ich habe mich auch nie eingebildet, dass ich der Retter der DDR war. Aber ich wollte eigentlich noch einen zweiten Nebensatz sagen. Vielleicht ist jemand mal so angenehm und so ehrlich zu sagen, dass ja die Bundesrepublik Deutschland und der Senat von West-Berlin oder Berlin-West, ich will das mal ganz korrekt formulieren, in diesen ganzen Jahren mit uns deshalb verhandelt hat, weil er auch was für die Menschen in der Bundesrepublik und West-Berlin wollte. Und dass er alle Methoden, die er hatte, eingesetzt hat, um zum Ziel zu kommen. Der ist ja auch nicht blauäugig gewesen, der Herr Gauß. Ich muss mal jetzt sagen, das war ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Aber der hat ganz genau gewusst, wer Schalk ist. Und der Bundesnachrichtendienst... Nein, das hat er nicht gewusst. Er kannte nur den. Das wussten die Zollbehörden vielleicht. Der Wirtschaft. Herr von Bülow, reizen Sie mich nicht zu sehr. Ich meine, ich bin... Das ist nämlich klar. Ich bin gegenwärtig in einem Ermittlungsverfahren bei der Bundesanwaltschaft. Deshalb werde ich mich hier heute dazu nicht äußern. Aber nehmen Sie mal zur Kenntnis. Das müssen ja in den Akten des Bundesnachrichtendienst drinstehen. Da war Jan Zinlau bekannt, wer Schalk war. Und der liebe Herr Egon Bahr, der ja Ihr Parteifreund ist, der war genauso bekannt, dass er mit KGB-Offizieren verhandelt hat. Nennen muss einen Namen, Belitzky. Und das sind die gefeierten Leute und die Kommunisten sind die Schweinehunde. Nein, das so nicht. Nein, Herr Schalk, nicht. Herr Schalk, Sie drücken das immer wieder auf die Seite, die von uns allen hier überhaupt nicht umstritten ist. Sie reden ja nur über Strauß und Schalk. Das ist ja, was mich ein bisschen reizt. Herr Böhme, ich meine, wenn Sie ein bisschen verteilen würden, ja. Und wir ja sagen, ja, wir haben alle. Herr Gauck hat einen Einsatz. Ich finde das. Es ist eine neue Sendung, aber es gibt eine sehr interessante Verführung durch Nähe und die passiert offensichtlich auch in den Sphären der Politik. Und da gibt es Menschen, die in ihrem politischen Eifer mit einer hohen Motivation von ganz eiskalt auskalkulierter Politik mit einer doppelten Absicherung, die einem Egon Bahr wahrscheinlich nicht bekannt war oder nicht von Anfang an, die Gauß ganz bestimmt nicht bekannt war, nicht erkannt worden sind. Nur in aller Nüchternheit, was hat es Ihnen geholfen? Ja, es ist natürlich schön, dass Sie das jetzt so sagen können. Was hat es Ihnen geholfen? Aber ich meine, wenn wir über Entfremdungsvorgänge in Politiketagen sprechen, dann müssen wir halt auch mal darüber nachdenken, was es zum Beispiel für Bürgerrechtler hier bedeutet hat, dass sich quer durch alle Parteien ein schnelles Einverständnis der effizienten Großkopfenden ereignet hat und die Frage nach Gerechtigkeit und Freiheit in einem großen Konsens überhaupt nicht mehr gestellt wurde für einen wesentlichen Teil Deutschlands. Und das fällt mir ein, wenn Sie von Querbeet-Connection sprechen. Das Thema nimmt die Form einer Fernsehserie an. Wir müssen zum Ende kommen.
Ich gebe Ihnen noch eine Empfehlung. Eine 1000 Dollar Frage an Sie die noch. Die verschiedenen Ideologien und der gemeinsame Frieden ist eine Sendung wert. Dort haben große Auseinandersetzungen stattgefunden. Das war ja auch nicht die Idee von Schalke. Aber Sie werden nicht Dauergast hier. Die 1000-Dollar-Frage an Sie. Sie haben angemahnt bei dem Bundesinnenminister Schäuble eine Zusage, die er Ihnen gemacht hat, die er bislang nicht eingehalten hat. Was ist das? Herr Schäuble hat mir eine Zusage gemacht. Was war das? Dass ich mich dringend der Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland unterstelle und mich freiwillig in die Haft begebe. Das habe ich gemacht. Und das ist aber keine Zusage, das war eine Aufforderung. Das war mehr als eine Zusage, denn er hat mir mit dieser nüchternen und klaren Entscheidung den richtigen Weg gewährt. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Was hat er Ihnen denn dafür zugesagt, dass Sie sich der Justiz stellen? Der ist mir nicht schuldig. Der hat mir überhaupt nichts zugesagt. Der hat mir die Chance gegeben, mich zu offenbaren. Und ich habe den Staatsanwälten vom ersten Tag an angeboten, mein Wissen zur Verfügung zu stellen. Und das war auch seinerzeit mein Rat gewesen. Ich habe den Bundesnachrichtendienst. Sitzen Sie mit Schäuble zusammen? Ich habe nicht, völlig unabhängig von Herrn Schäuble. Ich mache mir nicht den Vorwurf. Völlig unabhängig. Ich habe vom ersten Tag an, als ich diesen Schritt bewusst gegangen bin, mit allem, was daraus für mich entstehen musste und konnte, erklärt, ich will meinen Beitrag leisten, um da schon sehr komplizierte Probleme, wie es dort sich entwickelt hatte, mit meinem Wissen so zu unterstützen, dass das Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten in einer friedlichen, ich betone das Wort friedlichen, Vereinigung stattfindet. Und habe dieses Wissen vom ersten Tag angeboten. Darüber gibt es 31 Beratungen und ich weiß nicht, wie viel 100 Seiten Papier. Aber keine Protokolle. Ein später Held. Ja. Ja. Oh, ich bitte Sie, keine Wortprotokolle. Nein, alles von nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Nicht zum Einsehen. Ja, das ist aber jetzt eine typische Unterstellung, wie sie von Ihnen kommen kann, dass Sie sagen, der BND hat die Protokolle vernichtet. Wir hören Ihren Parteifreund Porzner doch in der übernächsten Woche. Das wird jetzt kompliziert. Keiner weiß, wer was ist. Er kommt, ist ja okay. Er kommt, ihr macht den Ausschuss. Der Ausschuss wird hoffentlich nicht 2 oder 3 Jahre tagen und nichts zu bringen. 2 Jahre sicher. 2 Jahre sicher, aber viel Spaß. Dann haben wenigstens wir Journalisten was zu tun. Meine Damen und Herren, wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ein bisschen haben wir in Schalk hineingeguckt. Ob er nun 2 Hüte getragen hat, wissen wir nicht. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei, das im Ausschuss rauszukriegen. Wir schauen noch mal die Höhepunkte an. Bis zum nächsten Sonntag. Guten Abend. Warum sprechen wir nie über das Politbüro, hingegen über alle möglichen Spitzel? Er war Rat und nicht Rädchen dieses Systems. Nur was bisher rausgekommen ist, ist dann am Ende die Sektsteuer und EG-Betrug. Und das muss ich sagen, dafür braucht man nicht die DDR, das schaffen wir auch alleine. Es ist insgesamt ein systematischer, mafiaartiger Angriff auf den Ordre Public der Bundesrepublik Deutschland gewesen. Wir wollen die Wahrheit wissen. Wenn ich schuldig bin, dann hätte mich der Staatsanwalt geholt und verurteilt.